Die Geralt und Ciri Saga. Staffel 3. Folge 1. Ein königlicher Bote. Blut an deinen Händen, Falka. Blut dort überall. Brenn für deine Verbrechen, Falka, und verbrenn voll Qual. Hengscher, bei den Nordlingen, siehe dort, auch Hexer. Geheime und elitäre Kaste von Priesterkriegern. Wahrscheinlich Abspaltung der Druiden, siehe dort. In der Vorstellung des Volkes mit magischer Kraft oder übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, sollten die Hengscher zum Kampf gegen böse Geister, Ungeheuer und alle finsteren Mächte antreten. Tatsächlich wurden sie als Meister des Waffenhandwerks von den Herrschern des Nordens in den Stammeskriegen eingesetzt, die jene gegeneinander führten. Im Kampfe fielen die Hengscher in Trance, vermutlich durch Autohypnose oder Rauschdrogen, kämpften mit blinder Energie, völlig unempfindlich für Schmerz und sogar schwere Verwundungen, was den Aberglauben an ihre übernatürlichen Kräfte bestärkte. Die Theorie, der zufolge die Hengscher durch Mutationen oder genetische Anpassungen entstanden, hat keine Bestätigung gefunden. Die Hengscher sind die Helden zahlreicher Überlieferungen der Nordlinge. Vergleiche Florenz Delanoy, Mythen und Legenden des Nordens. Effenberg und Talbot. Enzyklopädia Maxima Mundi. Band 15. Um sich den Lebensunterhalt als reisender Bote zu verdienen, pflegte Aplegat den frisch eingestellten jungen Männern zu sagen, braucht man zweierlei. Einen hellen Kopf und einen eisernen Hintern. Der helle Kopf ist unerlässlich, belehrte Aplegat die jungen Boten. Denn unter der Kleidung, in dem flachen, auf der blanken Haut liegenden Lederbeutel, trägt der Bote nur Nachrichten von geringerer Bedeutung, die man ohne zu zögern dem verräterischen Papier oder Pergament anvertrauen kann. Die wirklich wichtigen, geheimen Botschaften,
diejenigen, von denen vieles abhängt, muss er sich merken und dem Empfänger aufsagen. Wort für Wort. Und manchmal sind das schwierige Wörter. Man kann sie schlecht aussprechen und noch schlechter behalten. Um sie sich zu merken, um sich beim Aufsagen nicht zu irren, braucht man einen wahrlich hellen Kopf. Was aber den eisernen Hintern angeht, oh, das merkt jeder Bote sehr schnell selber, wenn er 3 Tage und 3 Nächte im Sattel sitzen muss, 100 oder 200 Meilen auf der Landstraße zurücklegen, gelegentlich auch über Stock und Stein. Freilich, man sitzt nicht ständig im Sattel. Manchmal steigt man ab, macht eine Erholungspause. Denn der Mensch hält viel aus, das Pferd aber weniger. Doch wenn man nach der Rast wieder aufsteigen muss, ist es, als riefe der Hintern: Zu Hilfe, man bringt mich um! Aber wer braucht denn noch reitende Boten, Herr Ablegat? Wunderten sich die jungen Leute mitunter. Von Wengerberg nach Wüsima beispielsweise schafft es niemand schneller als in 4 oder gar 5 Tagen, selbst wenn er auf dem schnellsten Renner galoppiert. Und wie lange braucht ein Zauberer in Wengerberg, um einem Zauberer in Wüsima eine magische Botschaft zukommen zu lassen? 1/2 Stunde vielleicht, oder nicht einmal das. Dem Boten kann das Pferd lahm werden, ihn können Räuber oder die Eichhörnchen ermorden, Wölfe oder Greifen können ihn zerreißen. Und schon ist er weg, der Bote. Aber eine Zaubererbotschaft kommt immer an. Die verirrt sich nicht, verspätet sich nicht, geht nicht verloren. Wozu Boten, wenn es überall Zauberer gibt, an jedem Königshof? Boten werden nicht mehr gebraucht, Herr Ablegat. Eine Zeit lang hatte auch Ablegat geglaubt, niemand bedürfe seiner mehr. Er war 36 Jahre alt, klein, aber stark und sehnig. Er scheute keine Arbeit und hatte, versteht sich, einen hellen Kopf. Er hätte eine andere Arbeit finden können, um sich und seine Frau zu ernähren, um ein paar Groschen für die Mitgift der beiden noch ledigen Töchter beiseite zu legen, um die Verheiratete weiterhin zu unterstützen, deren Mann, ein hoffnungsloser Schlemiel, partout auf keinen grünen Zweig kam. Doch Ablegat wollte keine andere Arbeit und konnte sich keine andere vorstellen. Er war königlicher berittener Bote. Und plötzlich, nach einer langen Zeit der Vergessenheit und bedrückenden Untätigkeit, wurde Ablegat wieder gebraucht. Die Landstraßen und Waldwege halten abermals vom Hufschlag wider. Wie in alter Zeit durchmaßen Boten das Land, brachten Nachrichten von Stadt zu Stadt. Ablegat kannte den Grund. Er wusste vieles und noch mehr hörte er. Von ihm wurde erwartet, dass er den Inhalt der übermittelten Botschaft sofort aus dem Gedächtnis löschte, ihn vergaß, damit er sich nicht einmal unter der Folter daran erinnern könnte. Doch Ablegat erinnerte sich. Und er wusste, warum die Könige plötzlich aufgehört hatten, mit Hilfe von Magie und Magiern zu kommunizieren. Die Mitteilungen, die die Boten überbrachten, sollten vor den Zauberern geheim gehalten werden. Die Könige trauten auf einmal den Zauberern nicht mehr, vertrauten ihnen ihre Geheimnisse nicht mehr an. Was diese plötzliche Abkühlung der Freundschaft zwischen Königin und Zauberern ausgelöst hatte, wusste Ablegat nicht. Und das kümmerte ihn auch nicht besonders. Wie die Könige waren auch die Magier seiner Ansicht nach unverständliche Wesen, unberechenbar in ihren Taten. Insbesondere, wenn schwere Zeiten kamen. Und dass schwere Zeiten heraufzogen, war unmöglich zu übersehen, wenn man das Land von Stadt zu Stadt, von Schloss zu Schloss, von Königreich zu Königreich durchmaß. Die Straßen,
waren voller Soldaten. Auf Schritt und Tritt traf man auf Infanterie- oder Kavalleriekolonnen. Und jeder Befehlshaber, dem man begegnete, war nervös, ängstlich, aufbrausend und tat so wichtig, als hinge das Schicksal der ganzen Welt nur von ihm ab. Auch die Städte und Schlösser waren voll von Bewaffneten. Tag und Nacht herrschte dort ein fieberhaftes Treiben. Die für gewöhnlich unsichtbaren Burggrafen und Kastellane schwärmten jetzt unablässig auf den Mauern und Burghöfen umher, wütend wie Wespen vor einem Gewitter, schrien, fluchten, erteilten Befehle, verteilten Fußtritte. Tag und Nacht waren Kolonnen schwer beladener Wagen zu Festungen und Garnisonen unterwegs, wichen den Kolonnen aus, die, auf dem Rückweg, ihnen schnell, leicht und leer entgegenkamen. Herden von ausgelassenen dreijährigen Pferden, die man direkt von den Weiden herantrieb, wirbelten auf den Landstraßen Staubwolken auf. Die weder an Geschirr noch an einen gepanzerten Reiter gewöhnten Pferdchen genossen fröhlich die letzten Tage der Freiheit, machten den Pferdeknechten viel zusätzliche Arbeit und anderen Benutzern der Straßen viel Verdruss. Kurzum, in der heißen, reglosen Luft lag Krieg. Applegat richtete sich in den Steigbügeln auf, blickte um sich. Unten, am Fuße der Anhöhe, glitzerte ein Fluss, der sich in scharfen Wendungen zwischen Wiesen und Baumgruppen hinzog. Jenseits des Flusses, im Süden, erstreckten sich Wälder. Der Bote trieb das Pferd an. Die Zeit drängte. Er war seit 2 Tagen unterwegs. Der königliche Befehl und die Post hatten ihn in Hagge erreicht, wo er sich nach der Rückkehr aus Dreiberg ausruhte. Er hatte die Festung nachts verlassen, war auf der Landstraße am linken Ufer des Ponta entlang galoppiert, hatte vor Tagesanbruch die Grenze zu Temerien überquert und befand sich jetzt, am Mittag des folgenden Tages, schon am Ufer der Ismena. Wäre König Foltest in Vysimar gewesen, hätte ihm Applegat die Botschaft noch in der Nacht desselben Tages überbracht. Leider war der König nicht in der Hauptstadt. Er verweilte im Süden des Landes, in Maribor, das etwa 50 Meilen von Vysimar entfernt lag. Applegat wusste das. Deshalb hatte er in der Nähe von Weißgarten die Landstraße nach Westen verlassen und war durch die Wälder geritten, in Richtung Elanda. Das war etwas riskant. In den Wäldern grassierten immer noch die aufständischen Elfen, die sich Skoyatel nannten, Eichhörnchen. Wehe dem, der ihnen in die Hände fiel oder vor den Bogen kam. Doch ein königlicher Bote musste etwas riskieren. Das war seine Pflicht. Er überquerte den Fluss ohne Mühe. Seit Juni hatte es nicht geregnet. Das Wasser in der Ismena war erheblich zurückgegangen. Er hielt sich am Waldrand und gelangte zu der Straße, die von Vysimar nach Südosten führte, in Richtung der Eisenhütten, Schmieden und Ansiedlungen der Zwerge im Mahakam-Massiv. Auf der Straße fuhren Wagen, oft von berittenen Einheiten gedeckt. Applegat atmete erleichtert auf. Wo sich viele Menschen befanden, gab es keine Skoyatel. Die Kampagne gegen die mit den Menschen kämpfenden Elfen dauerte in Temerien schon 1 Jahr. Die Kommandos der Eichhörnchen, auf die in den Wäldern Jagd gemacht wurde, hatten sich in kleinere Gruppen geteilt. Und die kleineren Gruppen hielten sich von stark frequentierten Straßen fern,
und legten dort keine Hinterhalte. Noch ehe es Abend wurde, hatte er die Westgrenze des Fürstentums Elanda erreicht, die Weggabelung unweit des Dörfchens Zavada, von wo aus ein einfacher und sicherer Weg nach Maribor vor ihm lag. 30 Meilen auf gepflasterter, verkehrsreicher Straße. An der Wegscheide lag eine Schenke. Er beschloss, dem Pferd und sich eine Rast zu gönnen. Er wusste, dass er, wenn er im Morgengrauen aufbrach, das Pferd nicht einmal besonders anzutreiben brauchte, um noch vor Sonnenuntergang die blau-silbernen Fahnen auf den roten Dächern der Türme des Schlosses von Maribor zu erblicken. Er sattelte die Stute ab und versorgte sie selbst, nachdem er dem Pferdeknecht gesagt hatte, er möge seiner Wege gehen. Er war ein königlicher Bote, und ein königlicher Bote erlaubt niemandem, sein Pferd anzurühren. Er aß eine ordentliche Portion Rührei mit Wurst und ein Viertel Beutelbrot, trank ein Quart Bier. Er hörte sich Gerüchte an. Verschiedene. In der Schenke hatten Reisende aus allen Weltgegenden Einkehr gehalten. In Dol Angra erfuhr Abligat, war es wieder zu Zwischenfällen gekommen. Wieder hatte sich eine Kavallerieeinheit aus Lyrien mit einem Nilfgaarder Beritt geschlagen. Wieder hatte Meve, die Königin von Lyrien, lauthals Nilfgaard der Provokation bezichtigt und König Demavend von Erdern zu Hilfe gerufen. In Dreiberg war ein redanischer Baron öffentlich hingerichtet worden, der in geheimem Kontakt zu Abgesandten des Nilfgaarder Kaisers Emhyr gestanden hatte. In Kettwin hatten die zu einer großen Einheit vereinigten Kommandos des Goyatel ein Gemetzel im Vorleider verübt. Zur Vergeltung für dieses Massaker hatte die Bevölkerung von Ard-Karay einen Pogrom veranstaltet und an die 400 in der Hauptstadt ansässige Nichtmenschen ermordet. In Temerien erzählten Kaufleute, die aus dem Süden kamen, herrschten Trauer und Wehklagen unter den Emigranten aus Zintra, die unter den Fahnen von Hofmarschall Wissegerd versammelt waren. Denn es hatte sich die schreckliche Nachricht vom Tode des Löwenjungen bestätigt. Der Fürstentochter Cirilla, der letzten aus dem Blute von Königin Calante, die man die Löwin von Zintra nannte. Es wurden noch allerlei schreckliche und unheilvolle Gerüchte erzählt. So hatten in mehreren Dörfern in der Umgebung von Aldersberg die Kühe plötzlich begonnen, aus dem Euter zu bluten. Und im Morgengrauen hatte man im Nebel die Pestmaid gesehen, deren Erscheinen Tod und Verderben kündet. In Brugge war unweit des Waldes Brokilon, des verbotenen Reiches der Walddryaden, die wilde Jagd erschienen. Ein am Himmel entlang galoppierender Zug von Gespenstern. Und die wilde Jagd ist, wie jedermann weiß, immer ein Vorzeichen des Krieges. Vor der Halbinsel Bremerwort aber wurde ein Gespensterschiff gesichtet. Und auf seinem Deck ein Gespenst. Ein schwarzer Ritter mit einem Helm, der mit den Flügeln eines Raubvogels verziert war. Der Bote hörte nicht länger zu. Er war zu müde. Er ging in die gemeinschaftliche Schlafkammer, warf sich aufs Strohlager und schlief wie ein Toter. Im Morgengrauen stand er auf. Als er auf den Hof ging, wunderte er sich ein wenig. Er war nicht der Erste, der sich auf den Weg machte. Und das kam selten vor. Am Brunnen stand gesattelt ein Rappe. Und neben ihm am Trog
wusch sich eine Frau in Männerkleidung die Hände. Als sie Aplikats Schritte hörte, wandte sie sich um, nahm mit den nassen Händen das üppige schwarze Haar zusammen und strich es nach hinten. Der Bote verbeugte sich. Die Frau neigte leicht den Kopf. Als er in den Stall trat, wäre er beinahe mit dem zweiten Frühaufsteher zusammengestoßen, einem jungen Mädchen mit einer Samtkappe, das gerade eine Apfelschimmelstute auf den Hof führte. Das Mädchen rieb sich das Gesicht und gähnte, gegen die Flanke des Pferdes gelehnt. Sattel einschlafen. Im Handumdrehen einschlafen. Die Kälte wird dich munter machen, wenn du die Stute auf Trab bringst. Glück auf den Weg, Fräuleinchen. Das Mädchen drehte sich um und schaute ihn an, als habe sie ihn erst jetzt bemerkt. Ihre Augen waren groß und grün wie Smaragde. Aplikat zog den Sattel vom Balken und warf die Schabracke aufs Pferd. Glück auf den Weg, habe ich gewünscht. Für gewöhnlich war er weder mitteilsam noch gesprächig. Doch jetzt empfand er das Bedürfnis, mit einem Mitmenschen zu reden. Auch wenn dieser Mitmensch eine gewöhnliche, verschlafene Rotznase war. Vielleicht lag es an den vielen einsamen Tagen unterwegs. Vielleicht auch daran, dass die Rotznase ihn ein wenig an seine mittlere Tochter erinnerte. Mögen die Götter euch behüten, vor Unfall und schlechtem Wetter. Ihr seid ja nur zu zweit, noch dazu Weiber. Und die Zeiten sind schlecht. Überall lauern Gefahren auf den Landstraßen. Das Mädchen öffnete die grünen Augen ein Stück weiter. Der Bote fühlte, wie es ihm kalt den Rücken hinunterlief, und er erschauderte. Die Gefahr ist leise. Du wirst sie nicht hören, wenn sie auf grauen Federn geflogen kommt. Ich hatte einen Traum. Der Sand war heiß von der Sonne. Was? Was redest du da, Fräuleinchen? Was für ein Sand? Das Mädchen zuckte heftig zusammen, rieb sich das Gesicht. Die Schimmelstute warf den Kopf hin und her. Ciri! Beeil dich! Das Mädchen warf Aplikat einen Blick zu, begann zu blinzeln, als wundere sie sich über seine Anwesenheit im Stall. Ciri, bist du da eingeschlafen? Ich komme schon, Frau Yennefer. Als Aplikat schließlich das Pferd gesattelt hatte und es auf den Hof führte, waren die Frau und das Mädchen schon verschwunden. Der Bote sprang in den Sattel. Plötzlich fielen ihm die grünen Augen des Mädchens ein. Ihre sonderbaren Worte. Eine stille Gefahr? Graue Federn? Heißer Sand? Das Mädchen war vielleicht nicht ganz bei Verstand, dachte er. Solche sieht man jetzt oft,
wahnsinnig gewordene Mädchen, die während des Krieges von Marodeuren oder anderen Dreckskerlen misshandelt worden sind. Ja, sie war wohl verrückt. Oder vielleicht nur verschlafen, aus dem Schlaf gerissen, noch nicht richtig wach. Merkwürdig, was für Unsinn die Leute mitunter faseln, wenn sie bei Tagesanbruch immer noch zwischen Schlaf und Wachsein schwanken. Abermals durchlief ihn ein Schauer, und zwischen den Schulterblättern tauchte ein Schmerz auf. Er rieb sich mit der Hand über den Rücken. Sobald er sich auf der Straße nach Maribor befand, stieß er dem Pferd die Ferse in die Weichen und fiel in Galopp. Die Zeit drängte. In Maribor erholte sich der Bote nicht lange. Es verging kein Tag, und wieder pfiff ihm der Wind in den Ohren. Das neue Pferd, ein drosselgrauer Hengst aus einem Mariborer Gestüt, lief scharf, den Hals vorgereckt und mit dem Schweif schlagend. Die Weiden am Straßenrand huschten vorbei. Gegen Ablegats Brust drückte der Beutel mit der Diplomatenpost. Der Hintern tat ihm weh. Ein Kutscher zügelte das Gespann, das vom Vorbeihuschen des galoppierenden Grauen erschrocken war. Hey! Dass du dir den Hals brichst, Heckenreiter, verdammter! Guck nur, wie der losrast, als ob ihm der Tod auf den Fersen ist. Aber mach nur, mach hin, Windbeutel! Freut es dem Sensenmann ja doch nicht davon. Ablegger trieb sich ein Auge, das vom Luftzug zu Tränen begonnen hatte. Tags zuvor hatte er König Foltest die Briefe übergeben und dann die geheime Botschaft König Demavents aufgesagt. Demavent an Foltest. In Dol Angra ist alles bereit. Die Kostümtruppe wartet auf den Befehl. Voraussichtlicher Zeitpunkt, 2. Julinacht nach Neumond. Die Boote müssen 2 Tage später am anderen Ufer landen. Über der Landstraße flogen laut krächzend Krähenschwärme. Sie flogen nach Osten, in Richtung Mahakam und Dol Angra, in Richtung Wengerberg. Beim Reiten wiederholte der Bote in Gedanken die Worte der geheimen Botschaft, die der König von Temerien durch ihn, dem König von Edirne, übermitteln ließ. Volltest an Demavent. Erstens, halte die Aktion an. Die Schlauberger haben eine Zusammenkunft einberufen. Sie wollen sich auf der Insel Tanet treffen und beraten. Die Konferenz kann vieles ändern. Zweitens. Die Suche nach dem Löwenjungen kann eingestellt werden. Es hat sich bestätigt. Das Löwenjunge lebt nicht mehr. Ablegat trieb den Grauen mit der Ferse an. Die Zeit drängte. Die enge Waldstraße war von Wagen verstopft. Ablegat zügelte das Pferd, ließ es ruhig zum letzten Fahrzeug in der langen Kolonne trotten. Ihm war sofort klar, dass er an dem Stau nicht vorbeikommen würde. Von Umkehr konnte überhaupt keine Rede sein. Der Zeitverlust wäre zu groß gewesen. In das sumpfige Dickicht auszuweichen, um die Blockade zu umgehen, war auch nicht verlockend, zumal es schon dämmerte. Er wandte sich an die Kutscher des letzten Wagens in der Kolonne. 2 alte Männer,
von denen der eine zu dösen und der andere leblos zu sein schien. Was ist hier passiert? Ein Überfall? Eichhörnchen? So redet doch! Ich habe es eilig! Ehe einer der Alten antworten konnte, ertönten von der im Walde verborgenen Spitze der Kolonne Schreie. Hey, es geht weiter! Na los, bringt eure Wagen in Bewegung! Los jetzt, die Kutscher sprangen eilends auf die Wagen, los jetzt, trieben Pferde und Ochsen mit Peitschenhieben und auserlesenen Flüchen voran. Reit schon los, du lahmes Vieh! Die Kolonne kam träge in Fahrt. Der dösende Greis wachte auf, wackelte mit dem Bart, schnalzte den Maultieren zu und hieb ihnen die Zügel auf die Hintern. Los. Der leblos aussehende Greis erwachte zum Leben, schob die Strohmütze aus den Augen und schaute Ableggert an. Guckt euch den an. Eilig hat er's. Hey Söhnchen, du hast Glück. Bist gerade rechtzeitig rangaloppiert. Nu, gerade rechtzeitig. Wenn du um Mittag rumgekommen wärst, hättest du auf freie Fahrt warten müssen. Wir haben's alle eilig, aber warten mussten wir. Wie soll man fahren, wenn die Straße zu ist? Die Straße war geschlossen? Was ist denn das für eine Mode? Hier ist ein schlimmer Menschenfresser aufgetaucht, Söhnchen. Hat einen Ritter angefallen, der allein mit dem Knappen die Straße lang geritten ist. Das Ungeheuer soll dem Ritter den Kopf mitsamt Helm abgerissen haben. Dem Pferd den Bauch aufgeschlitzt. Der Knappe konnte abhauen. Hat dann dauernd gequatscht, wie fürchterlich es war, dass die ganze Straße im Blut schwamm. Was war das für ein Monstrum? Ein Drache? Nein, kein Drache. Das heißt, ein Mandigor oder so. Der Knappe hat gesagt, es war eine fliegende Bestie, mächtig gewaltig und hartnäckig. Ich hab mir gedacht, die frisst den Ritter und fliegt weg, aber keine Spur. Hat sich da auf die Straße gesetzt, das Mistvieh, und sitzt da, zischt, bleckt die Zähne. Ah, und das hat die Straße zugemacht, wie ein Korken die Flasche. Denn wenn wer gekommen ist und das Vieh gesehen hat, der hat den Wagen stehen lassen und ist weg, was das Zeug hält. Da standen dann die Wagen eine halbe Meile lang. Und rundum ist, wie du ja selber siehst, Söhnchen, bloß Dickicht und Morast. Da kommt man nicht rum und nicht zurück. So viele Leute und stehen da wie angewurzelt. Sie hätten sich Äxte und Spieße greifen müssen und das Biest von der Straße vertreiben oder erschlagen. Nu, ein paar haben's versucht. Drei Zwerge von der Wachmannschaft eines Kaufmanns und mit ihnen vier Rekruten, die nach Carreras zur Festung unterwegs waren, zu den Truppen. Die Zwerge hat die Bestie grässlich zugerichtet. Und die Rekruten haben Fersengeld gegeben. Fersengeld gegeben. Kaum, dass sie den Mandigor gesehen haben. Einer hat sich wohl sogar eingemacht. Oh, schau. Schau, Söhnchen. Das ist er. Dort. Was soll das? Wollt ihr mir den Hosenscheißer zeigen? Der ist mir egal. Nicht doch. Der Kadaver. Der Kadaver von dem Ungeheuer. Die Soldaten legen ihn auf einen Wagen. Seht ihr? Ableggert richtete sich in den Steigbügeln auf. Trotz der hereinbrechenden Dunkelheit und den sich drängenden Gaffern sah er, wie Soldaten einen riesigen, fahlgelben Körper trugen. Die Fledermausflügel und der Skorpionschwanz schleiften über den Boden. Mit Hauruckrufen hoben die Soldaten den Kadaver höher und wälzten ihn auf den Wagen. Die vorgespannten Pferde, offensichtlich vom Gestank nach Blut und Aas beunruhigt, tänzelten, ruckten an der Deichsel. Nicht stehen bleiben! Weiterfahren! Nicht die Durchfahrt versperren!
Auf die Anweisung des Berittführers, der die Soldaten befehligte, trieb der Kutscher die Maultiere vorwärts. Ablegat stieß das Pferd mit der Ferse, zog gleich auf. Die Soldaten haben die Bestie wohl erlegt. Woher denn? Die Soldaten, wie sie gekommen sind, haben bloß die Leute angeschnauzt. Mal bleib stehen, mal fahr zurück, mal so... Mit dem Ungeheuer hatten sie es nicht eilig. Sie haben einen Hexer kommen lassen. Einen Hexer? So was. Jemandem ist eingefallen, dass er im Dorf einen Hexer gesehen hatte. Da haben sie ihn geholt. Der hatte weiße Haare, eine widerwärtige Visage und zwei mächtig gewaltige Schwerter auf dem Rücken. Uns keine Stunde vergangen, da hat vorn jemand geschrien, dass wir gleich weiterfahren können, weil der Hexer die Bestie erledigt hat. Da ging's endlich weiter. Und gerade da bist du, Söhnchen, aufgekreuzt. Hm. So viele Jahre bin ich schon auf den Straßen unterwegs. Aber einen Hexer habe ich noch nicht getroffen. Hat jemand gesehen, wie er dieses Ungeheuer erledigt hat? Ich hab's gesehen! Ein junger Mann mit wirrem Haarschopf kam auf der anderen Seite des Wagens herangeritten. Er ritt ohne Sattel und lenkte die dürre Falbe-Mähre mit der Kandare. Alles hab ich gesehen, weil ich bei den Soldaten war, ganz vorn! Seht ihn euch an, die Rotznase! Noch grün hinter den Ohren und spuckt große Töne. Willst ein paar übergezogen kriegen? Lasst ihn, Vater. Gleich kommt die Weggabelung. Da reite ich nach Carreras. Aber vorher möchte ich noch wissen, wie das mit diesem Hexer war. Red, Kleiner. Also, das war so, dass dieser Hexer zum Befehlshaber der Soldaten kam. Er sagte, er heißt Gerand. Der Befehlshaber darauf, er kann heißen, wie er will. Er soll sich lieber an die Arbeit machen. Und zeigte ihm, wo das Ungeheuer saß. Der Hexer ging näher ran, schaute ein bisschen. Bis zu dem Ungeheuer waren es gut 100 Schritt, vielleicht sogar mehr. Aber er schaute bloß von Weitem und sagte gleich, dass das ein selten großer Manticore ist und er ihn umbringt, wenn man ihm 200 Kronen bezahlt. 200 Kronen? Was denn? War der denn ganz bescheuert? Das hat der Befehlshaber auch gesagt. Bloß etwas hässlicher. Drauf der Hexer, dass es so viel kosten muss und dass es ihm gleich ist. Soll doch das Ungeheuer ruhig bis zum jüngsten Tag auf der Straße sitzen. Drauf der Befehlshaber, dass er so viel nicht rausrücken wird. Da wartet er lieber, bis das Geschöpf von selber wegfliegt. Der Hexer aber drauf, dass es nicht wegfliegen wird, weil es hungrig und wütend ist. Und wenn es wegfliegt, kommt es gleich wieder, weil das sein Jagdterror... Territor... Fasel nicht, du Rotznase. Sag nur, was war. Sag ich doch. Der Hexer hat also gesagt, das Ungeheuer wird nicht wegfliegen, sondern die ganze Nacht lang den toten Ritter fressen. Langsam, weil der Ritter eine Rüstung anhat und schwer rauszuklauben ist. Da kamen die Kaufleute und fingen an, den Hexer zu bereden. So und so, dass sie sammeln wollen und ihm 100 Kronen geben. Aber der Hexer sagte ihnen darauf, dass die Bestie nämlich Manticore heißt und sehr gefährlich ist. Also können sie sich diese 100 Kronen in den Hintern stecken. Dafür riskiert er nicht seinen Hals. Da wurde nun der Befehlshaber wütend und sagte, dass das nun mal Sache eines Hundes und eines Hexers ist, den Hals zu riskieren. Und dass der Hexer genau dazu da ist, wie der Arsch zum Scheißen. Aber die Kaufleute hatten scheins Angst, dass der Hexer böse wird und seiner Wege geht. Denn sie gingen auf 150 hoch. Und der Hexer zog eins von seinen Schwertern und ging die Straße lang zu der Stelle, wo das Untier saß. Und der Befehlshaber machte hinter ihm her ein Zeichen gegen das Böse und spuckte aus und sagte, dass er nicht versteht, wieso die Erde solche abartige Teufelsbrut trägt. Drauf sagte einer von den Kaufleuten zu ihm, dass das Militär ja wohl statt im Wald auf Elfenjagd zu machen, die Straßen von Ungeheuern säubern könnte. Und dann bräuchte es keine Hexer zu geben und... Schweif nicht ab, sondern erzähl, was du gesehen hast. Ich habe auf das Pferd des Hexers aufgepasst. Eine Fuchsstute mit einer weißen Blässe. Zum Kuckuck mit der Stute.
Aber wie der Hexer das Ungeheuer erschlagen hat. Hast du das gesehen? Hab ich nicht. Ich wurde nach hinten gedrängt. Alle brüllten laut und machten die Pferde scheu. Da... Ich hab's ja gesagt, dass er einen Scheißdreck gesehen hat. Der Rotzlöffel. Aber ich habe den Hexer gesehen, wie er zurückgekommen ist. Und der Befehlshaber, der alles mit angesehen hatte, war ganz weiß im Gesicht und sagte leise zu den Soldaten, dass das magische Zauberei ist oder Elfentricks. Denn ein gewöhnlicher Mensch kann nicht so schnell mit dem Schwert sein. Der Hexer aber, der nahm das Geld von den Kaufleuten, stieg auf seine Stute und ritt davon. Wo ist er denn lang geritten? Auf der Straße nach Carreras? Wenn ja, hole ich ihn vielleicht ein. Ich möchte ihn mir anschauen. Nein, er ist an der Weggabelung nach Dorian abgebogen. Er hatte es eilig. Der Hexer träumte selten etwas. Und sogar an diese seltenen Träume konnte er sich nach dem Erwachen kaum oder nur bruchstückhaft erinnern. Außer wenn es Albträume waren. Und für gewöhnlich waren es Albträume. Auch diesmal war es einer. Und auch diesmal erinnerte sich der Hexer daran. Aus einem zusammengeballten Wirbel irgendwelcher unklarer, aber beunruhigender Gestalten, sonderbarer, aber feindseliger Szenen und unverständlicher, aber bedrohlicher Worte und Geräusche, hob sich plötzlich ein deutliches und sauberes Bild hervor. Ciri. Eine andere als die, die er von Kaer Morhen oder vom Tempel der Militele in Erinnerung hatte. Ihre aschblonden Haare, die im Galopp wehten, waren länger, so wie sie sie getragen hatte, als er ihr zum ersten Mal begegnet war. Im Brokilon. Als sie an ihm vorbeiritt, wollte er schreien. Doch er brachte keinen Ton heraus. Er wollte ihr nachlaufen, doch ihm war, als sei er bis zur Mitte der Schenkel in erstarrendem Teer versunken. Ciri aber schien ihn nicht zu sehen, galoppierte weiter, in die Nacht hinein, zwischen die missgestalteten Erlen und Weiden, die wie lebendig ihre Kronen bewegten. Und er sah, dass sie verfolgt wurde. Dass ein Rappe hinter ihr hersprengte. Und darauf ein Reiter in schwarzer Rüstung. Den Helm mit den Flügeln eines Raubvogels verziert. Er konnte sich nicht rühren, nicht schreien. Er konnte nur zuschauen, wie der geflügelte Ritter Ciri einholte, sie bei den Haaren packte, vom Sattel riss und weiter galoppierte, sie hinter sich herschleifte. Er konnte nur zuschauen, wie Ciris Gesicht vor Schmerz blau anlief und ein stummer Schrei sich ihrem Munde entrang. Aufwachen, befahl er sich, außerstande den Albtraum zu ertragen. Aufwachen! Sofort aufwachen! Er erwachte. Lange blieb er reglos liegen,
in Gedanken bei dem Traum. Dann stand er auf. Er holte den Beutel unter dem Kopfkissen hervor, zählte rasch die 10 Kronenstücke durch. 150 von dem Manticore gestern, 50 für den Nebling, den er auf Geheiß eines Dorfschulzen in der Gegend von Carreras getötet hatte, und 50 für den Werwolf, für den ihn die Siedler aus Burdorf bezahlt hatten. 50 für den Werwolf. Viel, denn es war eine leichte Arbeit gewesen. Der Werwolf hatte sich nicht verteidigt. In eine Höhle gejagt, aus der es keinen Ausweg gab, war er auf die Knie gesunken und hatte den Schwerthieb erwartet. Er hatte dem Hexer leid getan. Doch er brauchte das Geld. Es verging keine Stunde, und schon schritt er durch die Straßen der Stadt Dorian, suchte die bekannte Gasse und das bekannte Schild. Die Aufschrift auf dem Schild lautete Kodringer und Fenn. Rechtskonsultation und Beistand. Geralt wusste jedoch nur zu gut, dass das, was Kodringer und Fenn taten, in der Regel ausgesprochen wenig mit Recht zu tun hatte. Während die beiden Teilhaber selbst zahlreiche Gründe hatten, jeglichen Kontakt sowohl mit dem Recht als auch mit seinen Vertretern zu vermeiden. Er hegte also auch ernste Zweifel, ob jemand von den Klienten, die in das Büro kamen, wusste, was das Wort Konsultation bedeutet. Im unteren Teil des kleinen Gebäudes gab es keinen Eingang, nur ein solide verriegeltes Tor, das wohl in eine Remise oder einen Stall führte. Um zur Eingangstür zu gelangen, musste man sich hinter das Haus begeben, den morastigen Hof voller Enten und Hühner betreten, von dort aus eine Treppe hinauf und dann über eine enge Galerie und durch einen dunklen Korridor gehen. Erst dann stand man vor der soliden Mahagonitür mit den Eisenbeschlägen und dem Türklopfer aus Messing in Form eines Löwenkopfes. Geralt klopfte an, worauf er rasch zurückwich. Er wusste, dass der in die Tür eingebaute Mechanismus durch in den Beschlägen verborgene Löcher 20 Zoll lange Stahlnadeln verschießen konnte. Theoretisch schossen die Nadeln nur hervor, wenn sich jemand am Schloss zu schaffen machte, beziehungsweise wenn Kodringer oder Fenn auf die Auslösevorrichtung drückte. Doch Geralt hatte sich schon vielfach davon überzeugen können, dass es keine unfehlbaren Mechanismen gibt und dass ein jeder manchmal sogar dann in Aktion tritt, wenn er es nicht soll. Und umgekehrt. In der Tür befand sich sicherlich irgendeine Vorrichtung, die die Besucher identifizierte. Wahrscheinlich eine magische. Nach dem Klopfen fragte nie jemand von innen nach dem Namen. Die Tür ging auf und Kodringer stand darin. Immer Kodringer, niemals Fenn. Grüß dich, Geralt. Komm herein. Du brauchst dich nicht so an den Rahmen zu drücken. Die Vorrichtung habe ich abgebaut. Vor ein paar Tagen ist etwas darin kaputt gegangen. Sie ist mir nichts, dir nichts losgegangen und hat einen Hausierer durchlöchert. Nur herein. Der Hexer trat in das geräumige, düstere Vorzimmer, wo es wie üblich leicht nach Kater stank. Willst du etwas von mir? Nein, nicht von dir. Von Fenn. Komm, Geralt, folge mir.
Durch sein Lachen bestätigte Kodringer den Verdacht des Hexers, dass Fenn eine hundertprozentig mythische Gestalt war, die dazu diente, Büttel, Gerichtsvollzieher, Steuereintreiber und andere Kodringer verhasste Personen irre zu führen. Sie kamen ins Büro, wo es heller war, denn es war ein Giebelzimmer. Die gut vergitterten Fenster hatten den größten Teil des Tages Sonne. Geralt nahm in dem für Besucher vorgesehenen Sessel Platz. Gegenüber, hinter dem Schreibtisch aus Eichenholz, machte Kodringer es sich in einem Polstersessel bequem. Der Mann, der sich Advokat nennen ließ und dem nichts unmöglich war. Wenn jemand Schwierigkeiten, Sorgen, Probleme hatte, ging er zu Kodringer. Und sogleich erhielt dieser jemand Beweise für Betrügereien und Unterschlagungen seines Kompagnons auf die Hand. Oder einen Bankkredit ohne Sicherheiten und Bürgschaften. Als einziger auf einer langen Liste von Gläubigern bekam er sein Eigentum von einer Firma, die Konkurs angemeldet hatte. Er trat ein Erbe an, obwohl der reiche Onkel gedroht hatte, ihm keinen roten Heller zu vermachen. Er gewann einen Erbschaftsprozess, weil selbst die nächsten Verwandten plötzlich auf ihre Ansprüche verzichteten. Sein Sohn kam aus dem Knast, freigesprochen entweder wegen erwiesener Unschuld oder aus Mangel an Beweisen. Denn wenn es Beweise gegeben hatte, waren sie auf rätselhafte Weise verschwunden. Und die Zeugen übertrafen einander im Widerruf ihrer früheren Aussagen. Der Mitgiftjäger, der sich die Tochter zu angeln versuchte, wandte seine Zuneigung plötzlich einer anderen zu. Der Geliebte der Ehefrau oder der Entführer der Tochter zog sich bei einem Unfall komplizierte Brüche dreier Extremitäten zu, darunter mindestens einer oberen. Und ein geschworener Feind oder sonst eine unleidliche Person hörte auf zu schaden. In der Regel verschwand er spurlos. Ja, wenn jemand Probleme hatte, fuhr er nach Dorian, lief hurtig zur Firma Kodringer und Fenn und klopfte an die Mahagonitür. In der Tür stand immer der Advokat Kodringer, klein, schmächtig und grauhaarig, mit dem ungesunden Teint eines Menschen, der selten an die frische Luft kommt. Kodringer führte den Besucher ins Büro, setzte sich in den Sessel, nahm einen großen schwarz-weißen Kater auf den Schoß und streichelte ihn. Beide, Kodringer und der Kater, musterten den Klienten mit unangenehmen, beunruhigenden Blicken aus gelblich-grünen Augen. So auch jetzt, da Kodringer und der Kater Geralt mit gelblich-grünem Blick musterten. Ich habe deinen Brief erhalten. Außerdem hat mich auch Rittersporn besucht. Er ist vor ein paar Wochen hier durch Dorian gekommen. Er hat mir einiges von deinen Misseligkeiten erzählt. Aber er hat sehr wenig gesagt. Zu wenig. Wirklich? Du überraschst mich. Das wäre der erste mir bekannte Fall, wo Rittersporn nicht zu viel gesagt hätte. Rittersporn hat nicht viel gesagt, weil er auch nicht viel wusste. Aber er hat weniger gesagt, als er wusste, weil du ihm verboten hast, über bestimmte Dinge zu reden. Woher dieses Misstrauen? Und das gegenüber einem Berufskollegen? Geralt war leicht indigniert. Kodringer hätte vorgegeben, es nicht zu bemerken. Doch das konnte er nicht, denn der Kater hatte es bemerkt. Er riss die Augen auf, entblößte die weißen Eckzähne und fauchte fast lautlos. Der Advokat streichelte den Kater, um ihn zu beruhigen. Reiz meinen Kater nicht. Dich irritiert die Bezeichnung Kollege?
Aber es stimmt ja. Ich bin auch ein Hexer. Ich befreie die Leute von Ungeheuern und von ungeheuren Schwierigkeiten. Und ich tue es auch für Geld. Es gibt gewisse Unterschiede. Gibt es? Du bist ein anachronistischer Hexer. Ich bin ein moderner, der mit der Zeit geht. Darum wirst du bald arbeitslos sein und ich werde gedeihen. Striegen, Wilwans, Endriagen und Werwölfe wird es auf der Welt bald nicht mehr geben. Aber Hundsfette gibt es immer. Aber du befreist ja größtenteils gerade die Hundsfette von den Schwierigkeiten, Kodringer. Arme Leute in Schwierigkeiten können sich deine Dienste nicht leisten. Deine Dienste können sich arme Leute ebenso wenig leisten. Arme Leute können sich nie irgendwas leisten. Darum sind sie ja arm. Das ist unerhört logisch. Und so neu, dass einem die Luft wegbleibt. Das hat die Wahrheit so an sich. Und wahr ist nun mal, dass unsere Berufe mit der Hundsfötterei stehen und fallen. Wobei deiner schon fast ausgestorben ist. Meiner aber reell und immer kräftiger gedeiht. Gut, gut. Kommen wir zur Sache. Höchste Zeit. Und wir wollen diese Angelegenheiten in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit erledigen. Erstens, mein Honorar, Kollege Hexer, beträgt 250 Novigrader Kronen. Verfügst du über solch eine Summe? Oder zählst du dich vielleicht auch zu den armen Schluckern, die Schwierigkeiten haben? Zuerst wollen wir uns überzeugen, ob du dir diese Summe verdient hast. Die Überzeugung musst du ausschließlich auf die eigene Person beschränken und dich damit sehr beeilen. Wenn du dich aber überzeugt hast, leg das Geld auf den Tisch. Dann gehen wir zu den folgenden, weniger wichtigen Fragen über. Geralt band den Beutel vom Gürtel los und warf ihn klirrend auf den Schreibtisch. Der Kater sprang mit einem jähen Satz von Kodringers Schoß und schoss davon. Der Advokat steckte den Geldbeutel in die Schublade, ohne den Inhalt zu überprüfen. Du hast meinen Kater erschreckt. Entschuldige. Ich dachte, das Klingen von Münzen ist das Letzte, was deinen Kater erschrecken kann. Sag, was du herausgefunden hast. Dieser Rience, der dich so sehr interessiert, ist eine ziemlich geheimnisvolle Gestalt. Ich konnte nur feststellen, dass er 2 Jahre an der Zauberschule in Banat studiert hat. Dort wurde er hinausgeworfen, nachdem man ihn bei kleineren Diebstählen erwischt hatte. Unweit der Schule warteten wie üblich die Werber des Nachrichtendienstes von Kedwin. Rience ließ sich anwerben. Was er für den Geheimdienst von Kedwin getan hat, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber aus der Schule ausgestoßene Zauberer werden für gewöhnlich als Mörder ausgebildet. Passt das? Wie die Faust aufs Auge. Red weiter. Die nächste Information stammt aus Zintra. Herr Rions hat dort im Knast gesessen. Auf Anordnung von Königin Calante. Wofür hat er gesessen? Stell dir vor, wegen Schulden. Er hat nicht lange gebrummt, weil ihn jemand freigekauft hat. Die Schulden mitsamt Zinsen bezahlt. Die Transaktion wurde durch Vermittlung einer Bank abgewickelt, die Anonymität des Wohltäters gewahrt. Ich habe versucht zu verfolgen, von wem das Geld kam, habe aber nach der 4. Bank in Folge aufgegeben. Wer Rions freigekauft hat, war ein Profi. Und ihm war sehr daran gelegen, anonym zu bleiben. Kodringer begann heftig zu husten, wobei er ein Taschentuch vor den Mund hielt. Er wischte sich den Mund ab und warf einen Blick auf das Taschentuch. Und plötzlich, gleich nach dem Krieg, tauchte Herr Rios in Sodden, in Angren und in Brugge auf. Bis zur Unkenntlichkeit verändert.
Zumindest was sein Verhalten angeht und die Menge an Bargeld, über das er verfügte und mit dem er um sich warf. Denn was den Namen betrifft, hat sich der sorglose Hundesohn keine Mühe gemacht. Er nannte sich weiterhin Rios. Und als Rios begann er intensiv nach einer bestimmten Person zu suchen. Genauer gesagt, einem Persönchen. Er suchte die Druiden vom Angrenischen Kreis auf. Diejenigen, die sich der Kriegsweisen angenommen hatten. Die Leiche eines der Druiden wurde etwas später in einem Wald nahebei gefunden. Massakriert. Und mit Spuren von Folterungen. Dann tauchte Rios im Flussland auf. Ich weiß. Ich weiß, was er mit der Bauernfamilie im Flussland gemacht hat. Für 250 Kronen hatte ich mehr erwartet. Neu war für mich bisher nur die Information über die Zauberschule und den Geheimdienst von Catwin. Den Rest kenne ich. Ich weiß, dass Rions ein rücksichtsloser Mörder ist. Ich weiß, dass er ein arroganter Fatzke ist, der sich nicht die Mühe macht, falsche Namen anzunehmen. Ich weiß, dass er in jemandes Auftrag arbeitet. In wessen, Kodringer? Im Auftrag irgendeines Zauberers. Es war ein Zauberer, der ihn damals aus dem Knast freikaufte. Du hast mir selber mitgeteilt und Rittersporn hat bestätigt, dass Rios Magie verwendet. Echte Magie. Nicht die Kunststückchen, die ein von der Akademie geworfener Schüler kennen mag. Also unterstützt ihn jemand, rüstet ihn mit Amuletten aus, gibt ihm wahrscheinlich insgeheim Unterricht. Manche von den offiziell praktizierenden Magiern haben solche geheimen Schüler und Faktoten, um illegale oder schmutzige Dinge zu erledigen. Im Jargon der Zauberer wird derlei als an der Leine agieren bezeichnet. An der Leine eines Zauberers würde Rions Tarnmagie einsetzen. Er aber verändert weder Namen noch Erscheinungsbild. Er hat sich nicht einmal der Hautverfärbung entledigt, nachdem ihn Yennefer verbrannt hatte. Gerade das spricht dafür, dass er an der Leine agiert. Kodringer hustete, wischte sich den Mund mit dem Tuch ab. Denn eine magische Tarnung ist keine Tarnung. Nur Dilettanten benutzen sowas. Wenn sich Rios unter einem magischen Schirm oder einer Illusionsmarke verbergen würde, würde das jeder magische Alarm sofort melden. Und solche Alarme sind gegenwärtig praktisch in jedem Stadttor eingerichtet. Und Zauberer spüren Illusionsmasken unfehlbar. In der größten Menschenmenge, im größten Gedränge würde Rions die Aufmerksamkeit jedes Zauberers auf sich ziehen, als ob ihm aus dem Munde Flammen schlügen und aus dem Hintern Rauchwolken. Ich wiederhole, Rions handelt im Auftrag eines Zauberers, und zwar so, dass er nicht die Aufmerksamkeit anderer Zauberer auf sich zieht. Manche halten ihn für einen Nilfgaarder Spion. Das weiß ich. Das glaubt zum Beispiel Dijkstra, der Chef des redanischen Geheimdienstes. Dijkstra irrt sich selten. Man kann also annehmen, dass er auch diesmal recht hat. Doch das eine schließt das andere ja nicht aus. Das Faktotum eines Zauberers kann gleichzeitig Nilfgaarder Spion sein. Was bedeuten würde, dass irgendein offiziell praktizierender Zauberer mit Hilfe eines geheimen Faktotums für Nilfgaard spioniert? Unsinn! Kodringer hustete, betrachtete aufmerksam das Taschentuch. Ein Zauberer sollte für Nilfgaard spionieren. Wie käme er dazu? Für Geld? Lächerlich! Weil er auf große Macht unter der Regierung des siegreichen Kaisers Emhyr hofft? Noch lächerlicher. Es ist kein Geheimnis, dass Emhyr Var-Emhraes die ihm untertanen Zauberer kurz hält. Zauberer werden in Nilfgaard genauso funktionell betrachtet wie, sagen wir, Stallburschen. Und sie haben nicht mehr Macht als Stallburschen. Würde einer von unseren übermütigen Magiern beschließen, für den Sieg des Kaisers zu kämpfen, bei dem er zum Stallburschen würde? Philippa Eilhardt?
die Visimir von Redanien die königlichen Erlasse diktiert? Sabrina Glevisig, die den König Hänselt beim Reden unterbricht, mit der Faust auf den Tisch legt und sagt, er solle den Mund halten und zuhören? Wilgefortz von Roggeveen, der unlängst Demavent von Eddern wissen ließ, er habe momentan keine Zeit für ihn? Kürzer, Codringer. Wie ist das also mit Rions? Wie üblich. Der Nilfgaarder Geheimdienst versucht, an den Zauberer heranzukommen, indem er das Faktotum zur Mitarbeit anheuert. Nach allem, was ich weiß, würde Rions die Nilfgaarder Floreen nicht verachten und seinen Meister ohne zu zögern verraten. Jetzt bist du es, der Unsinn redet. Sogar unsere übermütigen Zauberer würden auf der Stelle merken, dass man sie verrät, und der entlarvte Rions würde am Galgen baumeln, wenn er Glück hätte. Du bist ein Kind, Geralt. Entlarvte Spione hängt man nicht, sondern benutzt sie. Man füttert sie mit Falschinformationen, versucht Doppelagenten aus ihnen zu machen. Langweile das Kind nicht, Codringer. Mich interessiert nicht, was in Geheimdiensten oder in der Politik hinter den Kulissen abläuft. Rions ist mir auf den Fersen. Ich will wissen, warum und in wessen Auftrag. Wie sich zeigt, im Auftrag irgendeines Zauberers. Wer ist dieser Zauberer? Das weiß ich noch nicht. Aber in Kürze werde ich es wissen. In Kürze ist für mich zu spät. Das kann ich keineswegs ausschließen. Du bist in eine ekelhafte Bedrulle hineingeraten, Geralt. Gut, dass du dich an mich gewandt hast. Ich kann Leute aus Bedrullen herausholen. Im Grunde habe ich dich schon herausgeholt. Wirklich? Wirklich. Der Advokat legte das Tuch an den Mund und begann zu husten. Denn, weißt du, Kollege, außer dem Zauberer und vielleicht Nilfgaard ist noch eine dritte Partei im Spiel. Es haben mich, stell dir vor, Agenten der Geheimdienste von König Foltest aufgesucht. Sie hatten Probleme. Der König hat ihnen befohlen, eine gewisse verschwundene Fürstentochter zu suchen. Als sie merkten, dass das ziemlich schwierig ist, beschlossen die Agenten, einen Spezialisten für schwierige Fälle hinzuzuziehen. Nachdem sie das Problem umrissen hatten, deuteten sie dem Spezialisten an, dass ein gewisser Hexer allerlei über die gesuchte Fürstentochter wissen könne. Ja, vielleicht wisse er sogar, wo sie sich befindet. Und was tat der Spezialist? Anfangs drückte er seine Verwunderung aus. Er wunderte sich nämlich, dass man besagten Hexer nicht eingelocht hatte, um dann auf herkömmliche Weise alles zu erfahren, was er weiß, und sogar eine Menge, was er nicht weiß, sondern sich ausdenkt, um die Fragenden zufriedenzustellen. Die Agenten erwiderten, das habe ihnen ihr Chef verboten. Hexer, erläuterten die Agenten, haben ein so empfindliches Nervensystem, dass sie unter der Folter augenblicklich sterben. Oder, wie sie sich bildlich ausdrückten, sie der Schlag trifft. Weshalb ihnen aufgetragen sei, den Hexer aufzuspüren. Doch auch das habe sich als schwierig erwiesen. Der Spezialist lobte die Agenten, dass sie so vernünftig waren, und sagte, sie sollen in 2 Wochen wiederkommen. Kamen sie? Klar doch. Und da hat der Spezialist, der dich schon als seinen Klienten betrachtete, den Agenten unwiderlegliche Beweise präsentiert, dass der Hexer Geralt nichts mit der Suche nach der Fürstentochter zu tun hatte, nicht hat und nicht haben kann. Der Spezialist hatte nämlich Augenzeugen für den Tod der Fürstentochter Cirilla gefunden, der Enkelin von Königin Calante, der Tochter von Prinzessin Pavetta. Cirilla ist vor 6 Jahren in einem Flüchtlingslager in Angren gestorben. An Diphtherie. Das Kind hat vor dem Tode schrecklich gelitten. Du wirst es nicht glauben,
Aber die temerischen Agenten hatten Tränen in den Augen, als sie sich die Berichte meiner Augenzeugen anhörten. Ich habe auch Tränen in den Augen. Die temerischen Agenten, wie ich annehme, konnten oder wollten dir nicht mehr als 250 Kronen bieten? Dein Sarkasmus tut mir im Herzen weh, Hexer. Ich habe dich aus der Bedrulle geholt. Und du, statt mir zu danken, verletzt mich. Ich danke und bitte um Entschuldigung. Warum hat König Foltest den Agenten aufgetragen, Ciri zu suchen, Kudringa? Was sollten sie tun, wenn sie sie finden? Du bist vielleicht beschränkt. Sie umbringen, versteht sich. Sie gilt als Prätendentin auf den Thron von Cintra. Aber bezüglich dieses Thrones hat man andere Pläne. Das geht nicht zusammen, Kudringa. Der Thron von Cintra ist mitsamt dem königlichen Palast, der Stadt und dem ganzen Land verbrannt. Jetzt herrscht dort Nilfgaard. Foltest weiß das genau, die anderen Könige auch. Auf welche Weise kann Ciri Anspruch auf einen Thron erheben, den es nicht gibt? Kudringa stand auf. Komm, wir wollen gemeinsam versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Bei der Gelegenheit werde ich dir einen Vertrauensbeweis geben. Was interessiert dich so an diesem Porträt, wenn ich fragen darf? Geralt betrachtete das Bild in dem vergoldeten Rahmen, das an der Wand gegenüber dem Schreibtisch des Advokaten hing. Dass es durchlöchert ist, als ob ein Specht mehrere Jahre darauf herumgehackt hätte. Und dass es einen Ausbund von einem Idioten darstellt. Das ist mein dahingegangener Vater. Ein Ausbund von einem Idioten. Ich habe das Porträt hier aufgehängt, um ihn immer vor Augen zu haben. Als Warnung. Komm, Hexer. Sie gingen ins Vorzimmer. Der Kater, der mitten auf dem Sofa lag und selbst vergessen eine in seltsamem Winkel vorgereckte Hinterpfote leckte, verschwand bei dem Anblick des Hexers sofort im Dunkel des Korridors. Warum können dich Katzen so gar nicht leiden, Geralt? Hat das etwas zu tun mit... Ja, hat es. Eine Platte in der Mahagonitäfelung glitt zur Seite und gab einen geheimen Durchgang frei. Kudringa ging voran. Die Täfelung, zweifellos magisch in Bewegung gesetzt, schloss sich hinter ihnen, hüllte sie aber nicht in Dunkelheit. Aus der Tiefe des Geheimgangs drang Licht. In dem Zimmer am Ende des Ganges war es kalt und trocken. Und in der Luft hing ein schwerer, stickiger Geruch von Staub und Kerzen. Du wirst meinen Mitarbeiter kennenlernen, Geralt. Fenn? Nicht möglich. Doch. Gib zu. Du hast vermutet, dass Fenn nicht existiert. Woher denn? Zwischen der bis an die niedrige Decke reichenden Ansammlung von Bücherschränken und Regalen ertönte ein Quietschen. Und einen Augenblick später kam ein sonderbares Vehikel hervorgerollt. Es war ein hoher, mit Rädern versehener Sessel. Darin saß ein zwergwüchsiger Mann mit riesigem Kopf, der, unter Auslassung eines Halses, auf unproportional schmalen Schultern saß. Dem Mann fehlten beide Beine. Macht euch bekannt. Jakob Fenn, Rechtsgelehrter, mein Teilhaber und unschätzbarer Mitarbeiter. Und das ist unser Gast und Klient, der Hexer Geralt von Riva. Das konnte ich mir ohne allzu viel Mühe denken.
Ich arbeite seit etlichen Monaten an dem Auftrag. Folgt mir, meine Herren. Sie gingen dem quietschenden Sessel nach in das Labyrinth zwischen den Regalen, die sich unter der Last von Bänden bogen, derer sich die Universitätsbibliothek in Ochsenfurt nicht geschämt hätte. Die Inkunabeln mussten, wie Geralt vermutete, über mehrere Generationen von Kodringers und Fans angehäuft worden sein. Er war froh über den erbrachten Vertrauensbeweis, freute sich, endlich Fan kennenlernen zu können. Er zweifelte jedoch nicht daran, dass die Gestalt, wenngleich hundertprozentig real, teilweise auch mythisch war. Der mythische Fan, zweifellos ein alter Ego Kodringers, war in der Gegend oft gesehen worden. Der an den Sessel gefesselte Rechtsgelehrte jedoch verließ wahrscheinlich niemals das Gebäude. Die Mitte des Raumes war besonders gut beleuchtet. Dort stand ein niedriges, von dem Rollsessel aus zu erreichendes Pult, auf dem sich Bücher türmten, Packen von Pergament und Vellonpapier, Zettel, Tinten- und Tuscheflaschen, Federbüschel und tausende von rätselhaften Utensilien. Freilich waren nicht alle rätselhaft. Geralt erkannte Formen zum Fälschen von Siegeln und einen Diamantschaber zum Entfernen von Schrift auf amtlichen Dokumenten. Mitten auf dem Pult lag eine kleine Repetier-Kugelarmbrust und daneben schauten unter Samtgewebe große Vergrößerungsgläser hervor, angefertigt aus geschliffenem Bergkristall. Solche Gläser waren selten und kosteten ein Vermögen. Der Krüppel lächelte. Sein Lächeln war nett und sehr einnehmend. Hast du etwas Neues gefunden, Fan? Nicht viel. Ich habe die Liste von Riences potenziellen Auftraggebern auf 28 Zauberer reduziert. Das lassen wir vorerst ruhen. Zunächst interessiert uns etwas anderes. Erkläre Geralt die Gründe, aus denen die Agenten der vier Königreiche ausgedehnte Suchaktionen nach der verschwundenen Fürstentochter von Cintra unternehmen. In den Adern des Mädchens fließt das Blut von Königin Calante. Sie ist die letzte aus der königlichen Linie. Cintra hat große strategische und politische Bedeutung. Eine verschwundene, außerhalb der Einflusssphären befindliche Kronprätendentin ist ungünstig. Und vielleicht sogar bedrohlich, wenn sie unter falsche Einflüsse gerät. Zum Beispiel unter den Einfluss Nilfgaards. Soweit ich mich erinnere, sind in Cintra Frauen von der erblichen Thronfolge ausgeschlossen. Das ist wahr. Aber eine Frau kann allemal jemandes Gemahlin und Mutter eines männlichen Nachkommen werden. Die Nachrichtendienste der vier Königreiche haben von Riences fieberhafter Suche nach der Fürstentochter erfahren und waren überzeugt, dass es genau darum geht. Also wurde beschlossen, die Fürstentochter daran zu hindern, Ehefrau und Mutter zu werden. Auf eine einfache, aber wirksame Weise. Aber die Fürstentochter lebt nicht. Die Agenten haben davon erfahren und die Suche eingestellt. Vorerst eingestellt. Fälschungen haben es an sich, dass sie auffliegen. Außerdem sind die königlichen Agenten nur eine der Parteien in diesem Spiel. Die Agenten, wie ihr selber sagt, haben Ciri nachgespürt, um die Pläne anderer Nachforscher zu durchkreuzen. Jene anderen sind vielleicht weniger anfällig für Falschinformationen. Ich habe euch angeheuert, damit ihr eine Möglichkeit findet, die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten. Was schlagt ihr vor? Fenn warf seinem Teilhaber einen Blick zu, fand in dessen Gesicht aber keine Anweisung zu schweigen. Ich habe eine bestimmte Konzeption. Wir wollen diskret, aber weithin die Ansicht verbreiten, dass nicht nur die Fürstentochter Cirilla, sondern sogar ihre möglichen männlichen Nachkommen keinerlei Anspruch auf den Thron von Cintra haben. In Cintra erbt die Kunkel nicht. Kodringer kämpfte einen neuerlichen Hustenanfall nieder, worauf er sich den Mund mit dem Taschentuch abwischte.
Ausschließlich das Schwert. Genau. Geralt hat das gerade selbst gesagt. Das ist uraltes Recht. Nicht einmal diese Teufelin Calante konnte es aufheben, obwohl sie sich bemüht hat. Sie hat versucht, dieses Recht mit einer Intrige zu umgehen. Einer illegalen Intrige. Erklär's ihm, Fenn. Calante war die einzige Tochter von König Dagorath und Königin Adalia. Nach dem Tode der Eltern widersetzte sie sich der Aristokratie, die in ihr ausschließlich die Frau für einen neuen König sah. Sie wollte ungeteilt herrschen und war höchstens pro forma und um des Erhalts der Dynastie willen bereit, einen Prinzgemahl zu akzeptieren, der neben ihr auf dem Thron sitzen, aber nicht mehr als ein Strohmann sein würde. Die alten Geschlechter sperrten sich dagegen. Calante hatte die Wahl zwischen einem Bürgerkrieg, der Abdankung zugunsten einer anderen Linie oder der Heirat mit Rögener, dem Prinzen von Ebbing. Sie wählte die dritte Lösung. Sie regierte das Land, aber an der Seite von Rögener. Klar, dass sie sich nicht zähmen oder in die Frauengemächer abschieben ließ. Sie war die Löwin von Cintra. Der Herrscher war jedoch Rögener, obwohl niemand ihn den Löwen von Cintra nannte. Calante aber tat alles Mögliche, um schwanger zu werden und einen Sohn zu gebären. Es wurde nichts draus. Sie brachte die Tochter Pavetta zur Welt, hatte dann zweimal eine Fehlgeburt und es wurde klar, dass sie keine Kinder mehr bekommen würde. Alle Pläne gingen den Bach hinunter. Nun ja, Weiberschicksal. Eine ruinierte Gebärmutter durchkreuzt alle Ambitionen. Du bist ekelhaft trivial, Kodringer. Ich weiß. Die Wahrheit war auch trivial. Denn Rögener fing an, sich nach einer jungen Königin mit entsprechend breiten Hüften umzuschauen. Am besten aus einer Familie mit erwiesener Fruchtbarkeit bis zurück zur Urgroßmutter. Und Calante begann, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Jede Speise, jeder Kelch Wein konnte den Tod bringen. Jede Jagd mit einem Unfall enden. Es spricht vieles dafür, dass die Löwin von Cintra damals die Initiative ergriffen hat. Rögener starb. Im Lande gingen gerade die Pocken um und niemand wunderte sich über den Tod des Königs. Ich verstehe allmählich, worauf sich die Mitteilungen stützen werden, die ihr diskret, aber weithin auszustreuen gedenkt. Ciri wird zur Enkelin einer Giftmischerin und Gattenmörderin. Greif den Fakten nicht vor, Geralt. Sprich weiter, Fenn. Calante rettete ihr Leben, aber von der Krone war sie nun noch weiter entfernt. Als sie nach dem Tode Rögeners nach der absoluten Macht griff, widersetzte sich die Aristokratie abermals gegen die Verletzung von Recht und Herkommen. Auf dem Thron Cintras sollte ein König sitzen. Keine Königin. Es wurde unmissverständlich festgelegt. Sobald die kleine Pavetta anfängt, auch nur ein wenig einer Frau zu ähneln, muss sie mit jemandem verheiratet werden, der der neue König wird. Eine neue Ehe der unfruchtbaren Königin stand nicht zur Debatte. Die Löwin von Cintra begriff, dass sie höchstens auf die Rolle der Königin Mutter hoffen durfte. Zu allem Unglück konnte auch noch jemand Pavettas Mann werden, der die Schwiegermutter völlig von der Regierung verdrängt hätte. Ich werde wieder trivial sein. Calante schob die Verheiratung Pavettas hinaus. Sie ließ das erste Eheprojekt scheitern, als das Mädchen 10 Jahre alt war, und das zweite mit 13. Die Aristokratie durchschaute die Pläne und forderte, dass der 15. Geburtstag Pavettas ihr letzter im Jungfernstand sein müsse. Calante musste ihre Zustimmung geben. Doch vorher erreichte sie, worauf sie spekuliert hatte. Pavetta war zu lange Jungfrau geblieben. Schließlich begann es sie derart zu jucken, dass sie mit dem Erstbesten dahergelaufenen ins Bett ging. Noch dazu einem, der in ein Ungeheuer verwunschen war. Es gab dabei gewisse übernatürliche Umstände. Gewisse Weissagungen, Zauber, Gelübde, ein gewisses Gesetz der Überraschung.
Nicht wahr, Geralt? Was danach geschah, weißt du sicherlich noch. Kalante holte einen Hexer nach Zintra. Und der Hexer machte Bewegung. Ohne zu wissen, dass er gelenkt wurde, löste er den Fluch von dem Ungeheuer namens Igel und ermöglichte ihm die Heirat mit Pavetta. Damit erleichterte es der Hexer Kalante, sich auf dem Thron zu halten. Die Verbindung Pavettas mit dem entzauberten Ungeheuer war für die Magnaten ein derart großer Schock, dass sie die plötzliche Heirat der Löwin mit Eis Tyrsech akzeptierten. Der Jarl von den Skellige-Inseln schien ihnen besser als der dahergelaufene Igel. Auf diese Weise regierte Kalante weiterhin das Land. Wie alle Männer von den Inseln begegnete Eis der Löwin von Zintra mit zu viel Hochachtung, als dass er sich hier irgendwie widersetzt hätte. Und die Krönung langweilte ihn bloß. Er legte die Regierung ganz und gar in ihre Hände. Kalante aber, die sich mit Arzneien und Elixieren vollstopfte, holte den Gatten Tag und Nacht zu sich ins Bett. Sie wollte bis ans Ende ihrer Tage regieren. Und wenn als Königin Mutter, dann als Mutter eines eigenen Sohnes. Aber wie ich schon sagte, Wollen ist eins. Doch du sagtest das schon. Wiederhol dich nicht. Hingegen hatte Prinzessin Pavetta, die Frau des sonderbaren Igels, schon während der Hochzeitszeremonie ein verdächtig weites Kleid an. Kalante, die resigniert hatte, änderte die Pläne. Wenn nicht ihr Sohn, dachte sie, dann sollte es der Sohn Pavettas sein. Aber Pavetta brachte eine Tochter zur Welt. Der reinste Fluch, nicht wahr? Die Prinzessin konnte jedoch noch mehr Kinder bekommen. Das heißt, sie hätte welche bekommen können. Doch es ereignete sich ein rätselhafter Unfall. Sie und dieser merkwürdige Igel kamen bei einem nicht geklärten Seeunglück ums Leben. Unterstellst du nicht zu viel, Kodringer? Ich versuche, die Situation zu klären. Weiter nichts. Nach Pavettas Tod war Kalante gebrochen. Aber nicht lange. Ihre letzte Hoffnung war die Enkelin, Pavettas Tochter Cirilla. Ciri, ein leibhaftiges Teufelchen, das durch die königliche Burg tobte. Für manche ein Herzchen, weil sie so an Kalante erinnerte, als dieser ein Kind war. Für andere ein Wechselbalg. Die Tochter eines Ungeheuers namens Igel, auf die zudem noch irgendein Hexer ein Recht zu haben meinte. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Kalantes Mündel, offensichtlich zur Nachfolgerin ausersehen, geradezu als ihre zweite Verkörperung betrachtet. Das Löwenjunge vom Blute der Löwin war schon damals nach Ansicht einiger von der Thronfolge ausgeschlossen. Cirilla war nicht wohl geboren. Pavetta war eine Messalliance eingegangen. Sie hatte das königliche Blut mit dem niederen Blute eines Dahergelaufenen von unbekannter Herkunft vermischt. Schlau, Kodringer. Aber so ist es nicht. Ciris Vater war keineswegs von niederer Herkunft. Er war ein Kronprinz. Was sagst du da? Davon wusste ich nichts. Von welchem Königreich? Von irgendeinem im Süden. Von Mecht. Ja, es war Mecht. Interessant. Mecht ist seit langem eine Mark von Nilfgaard. Es gehört zur Provinz Metina. Aber es ist ein Königreich. Dort herrscht ein König. Dort herrscht Emhyr Vah Emrais. Wer immer dort auf dem Thron sitzt, tut es von Emhyrs Gnaden und nach seinem Willen. Aber wenn wir schon einmal dabei sind, dann schau nach, wen Emhyr dort zum König gemacht hat. Ich hab's vergessen. Ich suche schon. Der Krüppel drehte die Räder seines Sessels, fuhr quietschend auf ein Regal zu, nahm ein dickes Pergamentbündel heraus und begann es durchzusehen, wobei er die gelesenen Seiten auf den Fußboden warf.
Aha. Königreich Mecht. Im Wappen silberne Fische und Kronen, im Wechsel im blau und rot gewirrten Feld. Pfeif auf die Heraldik, Fenn. Der König. Wer ist dort König? Howard. Genannt der Gerechte. Erwählt durch Abstimmung. Hier's von Nilfgaard. Vor 9 Jahren. Das ist der Falsche. Der interessiert uns nicht. Wer war vor ihm? Momentchen. Aha. Arkaspark. Er ist verstorben. Verstorben an einer schweren Lungenentzündung, nachdem in der Lunge das Stilett eines Häschers von M hier oder dieses Gerechten steckte. Geralt, weckt besagter Arkaspark bei dir irgendwelche Assoziationen? Könnte das der Papa von diesem Igel sein? Ja. Arkaspark. Ich entsinne mich. So hat Duni seinen Vater genannt. Duni? So hieß er. Er war ein Prinz. Sohn dieses Arkasparks. Nein. Hier sind alle aufgezählt. Rechtmäßige Söhne. Orm, Gorm, Torm, Horm und Gonzales. Rechtmäßige Töchter. Alia, Valia, Nina, Paulina, Malvina und Argentina. Ich nehme die Vorwürfe gegen Nilfgaard und Howard, den Gerechten, zurück. Dieser Arkaspark ist nicht ermordet worden. Er hat sich einfach zu Tode gebumst. Denn sicherlich hat er auch noch Bankerte. Nicht wahr, Fenn? Hatte er. Jede Menge. Aber einen Duni sehe ich hier nicht. Das hatte ich auch nicht erwartet. Geralt, dein Igel war überhaupt kein Kronprinz. Selbst wenn ihn tatsächlich irgendwann dieser Beschäler Arkaspark nebenbei gezeugt haben sollte, trennte ihn vom Recht auf solch einen Titel, abgesehen von Nilfgaard, eine verdammt lange Reihe rechtmäßiger Orms, Gorms und sonstiger Gonzaleses. Jeder mit eigener, sicherlich zahlreicher Nachkommenschaft. Unter formellen Gesichtspunkten ist Pavetta eine Mésalliance eingegangen. Und Ciri, das Kind aus dieser Mésalliance, hat kein Recht auf den Thron. Bravo. Das ist ein Argument. Lediglich ein Argument. Vergiss nicht, Geralt. Wir kämpfen weder um die Krone für die Fürstentochter Cirilla, noch darum, ihr diese Krone zu entziehen. Aus dem ausgestreuten Gerücht soll folgen, dass man das Mädchen nicht benutzen kann, um die Hand nach Zintra auszustrecken. Dass es, wenn jemand diesen Versuch unternimmt, leicht sein wird, ihn zu unterlaufen, in Frage zu stellen. Das Mädchen hört auf, eine wichtige Figur im politischen Spiel zu sein und wird zu einem unbedeutenden Bauern. Und dann lassen Sie sie leben. Wie stark ist dieses Argument in formaler Hinsicht? Nicht besonders stark. Cirilla ist immer noch Calantes Blut, wenn auch ein wenig verdünnt. Unter normalen Umständen wäre sie vielleicht wirklich von der Thronfolge ausgeschlossen worden. Doch die Umstände sind nicht normal. Das Blut der Löwin hat politische Bedeutung. Das Blut. Was bedeutet ein Kind des älteren Blutes, Codringer? Ich verstehe nicht. Hat jemand in Bezug auf Cirilla diese Bezeichnung gebraucht? Ja. Wer? Unwichtig. Was bedeutet es? Lunette epen ichier. Wörtlich wäre es nicht Kind, sondern Tochter des älteren Blutes. Das ältere Blut. Mir ist diese Bezeichnung schon untergekommen. Ich erinnere mich nicht genau. Es geht wohl um irgendeine Elfenweissagung. In manchen Versionen der Prophezeiung von Edlinne, in den älteren wird, glaube ich,
das ältere Blut der Elfen erwähnt. Oder das Enhen Ishier. Aber wir haben hier nicht den vollständigen Text dieser Weissagung. Man müsste sich an die Elfen wenden. Lassen wir das. Nicht so viele Probleme, Fen. Nicht so viele Fliegen mit einer Klappe. Nicht so viele Weissagungen und Geheimnisse. Wir danken dir fürs Erste. Mach's gut. Viel Erfolg bei der Arbeit. Geralt, erlaube. Wir gehen zurück ins Büro. Sobald sie zurück waren, nahm der Hexer Platz. Der Advokat hinter dem Schreibtisch. Er ihm gegenüber. Zu wenig, nicht wahr? Das Honorar ist zu niedrig, ja? Kodringer nahm einen sternförmigen Metallgegenstand von der Tischplatte und drehte ihn mehrmals zwischen den Fingern. Zu niedrig, Geralt. In Elfenweissagungen zu wühlen ist für mich verteufelt mühsam. Ein Verlust an Zeit und Mitteln. Es wäre notwendig, einen Zugang zu den Elfen zu suchen, denn außer ihnen ist niemand imstande, ihre Aufzeichnungen zu verstehen. Elfenmanuskripte sind in den meisten Fällen eine verdrehte Symbolik, Akrostichen, manchmal geradezu Chiffren. Die ältere Rede ist immer mindestens zweideutig, aber als Niederschrift kann sie auch 10 Bedeutungen haben. Die Elfen waren noch nie geneigt, jemandem zu helfen, der ihre Weissagung knacken wollte. Aber heutzutage, da in den Wäldern ein blutiger Krieg mit den Eichhörnchen im Gange ist, da es zu Pogromen kommt, ist es gefährlich, sich ihnen zu nähern. Doppelt gefährlich. Die Elfen könnten einen für einen Provokateur halten, die Menschen für einen Verräter. Wie viel, Kodringer? Der Advokat spielte unablässig mit dem Metallstern. 10%. 10% wovon? Mach dich nicht über mich lustig, Hexer. Die Sache wird ernst. Mir ist allmählich immer weniger klar, worum es hier geht. Und wenn man nicht weiß, worum es geht, dann geht es garantiert um Geld. Da habe ich lieber 10% als das übliche Honorar. Du gibst mir 10% von dem, was du selbst dabei verdienst. Vermindert um die schon bezahlte Summe. Schließen wir den Vertrag? Nein. Ich will dich nicht in Verluste stürzen. 10% von 0 ergibt 0, Kodringer. Ich, lieber Kollege, werde daran nichts verdienen. Noch einmal, mach dich nicht über mich lustig. Ich glaube nicht, dass es dir nicht um Gewinn geht. Ich glaube nicht, dass hinter dieser Sache keine... Es schert mich wenig, was du glaubst. Es wird keinen Vertrag geben und keine Prozente. Bestimme die Höhe des Honorars für das Sammeln der Informationen. Jeden anderen... würde ich vor die Tür setzen, weil ich mir sicher wäre, dass er mich hereinzulegen versucht. Aber zu dir, anachronistischem Hexer, passt irgendwie auf merkwürdige Weise eine altmodische und naive Uneigennützigkeit. Das ist deine Art. Das ist wunderbar und pathetisch altmodisch. Sich für nichts umbringen zu lassen. Lass uns keine Zeit verlieren. Wie viel, Kodringer? Noch einmal so viel. Zusammen 500. Tut mir leid. Aber solch eine Summe kann ich mir nicht leisten. Zumindest nicht momentan. Ich komme auf das Angebot zurück, das ich dir schon einmal gemacht habe. Zu Beginn unserer Bekanntschaft. Nimm Arbeit bei mir an und du wirst es dir leisten können. Die Information und anderen Luxus. Nein, Kodringer. Warum?
Du wirst es nicht verstehen. Diesmal verletzt du nicht mein Herz, sondern meinen Berufsstolz. Denn ich wiege mich in der Annahme, dass ich in der Regel alles verstehe. Unseren Berufen liegt die Hundsfötterei zugrunde. Du aber ziehst immerzu die anachronistische der Neuzeitlichen vor. Bravo. Kodringer brach wieder in Husten aus, wischte sich den Mund ab, sah aufs Taschentuch. Dann schaute er mit seinen gelbgrünen Augen auf. Du hast einen Blick auf die Liste der Magierinnen und Magier geworfen, die auf dem Pult lag. Auf die Liste der potenziellen Auftraggeber Riences? Hab ich. Ich werde dir diese Liste nicht geben, ehe ich es nicht genau festgestellt habe. Lass dich von dem, was du gesehen hast, nicht irreführen. Rittersporn hat mir gesagt, dass Philippa Eilhardt wahrscheinlich weiß, wer hinter Rios steht, dir dieses Wissen aber vorenthält. Philippa würde keinen x-beliebigen decken. Hinter diesem Dreckskerl steht also jemand Bedeutendes. Sieh dich vor, Geralt. Du bist in ernster Gefahr. Jemand spielt mit dir. Jemand sieht deine Züge exakt voraus. Jemand lenkt sie sogar. Lass dich nicht von Arroganz und Hochmut hinreißen. Derjenige, der mit dir spielt, ist keine Striege und kein Werwolf. Das sind nicht die Gebrüder Michelet. Es ist nicht einmal Rions. Ein Kind des älteren Blutes. Verdammt. Als ob es mit dem Thron von Cintra, Zauberern, Königin und Nilfgaard nicht genug wäre. Jetzt obendrein auch noch Elfen. Brich dieses Spiel ab, Hexer. Halt dich heraus. Durchkreuze die Pläne, indem du etwas tust, was niemand erwartet. Zerreiß diese wahnwitzige Verbindung. Lass nicht zu, dass du mit Cirilla assoziiert wirst. Überlass sie Yennefer. Du selbst aber kehre nach Kaer Morhen zurück und steck deine Nase nicht heraus. Verkriech dich im Gebirge. Ich aber werde in den Elfenmanuskripten kramen. In Ruhe, ohne Hast. Gründlich. Und wenn ich die Informationen über das Kind des älteren Blutes, wenn ich den Namen des Zauberers kenne, der sich in dieser Sache engagiert, wirst du das Geld zusammenbekommen. Und wir machen den Tausch. Ich kann nicht warten. Das Mädchen ist in Gefahr. Das stimmt. Doch mir ist bekannt, dass man dich für ein Hindernis auf dem Weg zu ihr hält. Für ein Hindernis, das unbedingt beseitigt werden muss. In diesem Zusammenhang bist du es, der sich in Gefahr befindet. Das Mädchen werden sie sich erst vornehmen, wenn sie dich erledigt haben. Oder aber, wenn ich das Spiel abbreche, mich heraushalte und mich in Kaer Morhen verkrieche. Ich habe dir zu viel bezahlt, Kodringer, als dass du mir solche Ratschläge geben dürftest. Der Advokat drehte den Stahlstern in den Fingern. Für die Summe, die du mir heute bezahlt hast, bin ich schon seit einiger Zeit tätig, Hexer. Der Rat, den ich dir gebe, ist durchdacht. Verkriech dich in Kaer Morhen. Verschwinde. Und unterdessen werden die, die Cirilla suchen, sie kriegen. Ich weiß, was ich sage. Die Verfolger deiner Ciri werden sie finden und mit dir machen, was sie wollen. Dabei werden sowohl sie als auch du in Sicherheit sein. Erkläre dich bitte. Und möglichst schnell. Ich habe ein Mädchen gefunden. Eine Adlige aus Cintra. Eine Kriegsweise. Sie ist durch die Flüchtlingslager gegangen. Derzeit misst sie mit der Elle und schneidet Stoff, denn sie ist bei einem Tuchmacher in Brugge untergekommen. Sie zeichnet sich durch nichts Besonderes aus, außer in einer Hinsicht.
Sie sieht einer gewissen Miniatur ziemlich ähnlich, die das Löwenjunge von Zintra darstellt. Willst du ihr Porträt sehen? Nein, Kodringer, will ich nicht. Und ich bin mit solch einer Lösung nicht einverstanden. Geralt, was bewegt dich? Du willst diese deine Ciri retten. Mir scheint, dass du dir jetzt den Luxus der Verachtung nicht leisten kannst. Nein, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Du kannst dir den Luxus nicht leisten, die Verachtung zu missachten. Es kommt eine Zeit der Verachtung, Kollege Hexer. Die Zeit einer großen, uferlosen Verachtung. Du musst dich anpassen. Was ich dir vorschlage, ist eine einfache Alternative. Jemand wird sterben, damit jemand anderes leben kann. Jemand, den du liebst, bleibt am Leben. Es stirbt ein anderes Mädchen, das du nicht kennst, niemals gesehen hast... Die ich missachten kann? Soll ich für die, die ich liebe, mit Selbstverachtung bezahlen? Nein, Kodringer. Lass jenes Kind in Ruhe. Soll sie weiter Tuch mit der Elle abmessen. Ihr Porträt sollst du vernichten. Verbrenne es. Und für meine 250 schwer verdienten Kronen, die du in die Schublade geworfen hast, gib mir etwas anderes. Informationen. Yennefer und Ciri haben Elanda verlassen. Ich bin mir sicher, dass du davon weißt. Ich bin mir sicher, dass du weißt, ob jemand auf ihrer Fährte ist. Der Wolf. Taub für die Warnungen, will weiterjagen. Er sieht nicht, dass er es ist, auf den Jagd gemacht wird. Dass er genau zwischen die Fähnchen läuft, die der wahre Jäger aufgehängt hat. Sei nicht banal. Sei konkret. Wenn du es denn willst. Man kann sich leicht denken, dass Yennefer zur Zusammenkunft der Zauberer reist, die für Anfang Juli in den Garstang auf der Insel Tanet einberufen ist. Sie schlägt schlaue Haken und verwendet keine Magie, ist also schwer zu finden. Vor einer Woche war sie noch in Elanda. Ich habe ausgerechnet, dass sie in 3-4 Tagen die Stadt Goswelen erreicht, von wo es nach Tanet nur einen Schritt ist. Auf dem Weg nach Goswelen muss sie durch die Siedlung Ankor. Wenn du sofort aufbrichst, hast du eine Chance, diejenigen abzufangen, die ihr nachreiten. Denn man reitet ihr nach. Ich hoffe, dass das nicht irgendwelche königlichen Agenten sind. Der Advokat schaute auf den Metallstern, mit dem er spielte. Nein, es sind keine Agenten. Es ist aber auch nicht Rians. Der ist klüger als du. Denn nach deinem Kampf mit den Micheles hat er sich in irgendeinem Loch verkrochen und steckt die Nase nicht hervor. Yennefer reiten 3 gedungene Häscher nach. Ich nehme an, du kennst sie. Ich kenne sie alle. Und darum schlage ich dir etwas vor. Lass sie in Ruhe. Reite nicht nach Ankor. Ich aber werde meine Bekanntschaften und Beziehungen nutzen. Ich werde versuchen, die Häscher zu bestechen und den Vertrag umzudrehen. Mit anderen Worten, ich hetze sie auf Rians. Wenn es gelingt. Der Advokat machte plötzlich eine heftige Bewegung. Der Stahlstern heulte im Flug auf und stieß mit einem dumpfen Geräusch in das Porträt hinein, mitten in die Stirn von Kodringer Senior, durchlöcherte die Leinwand und drang fast bis zur Hälfte in die Wand. Gut, was? Das nennt man einen Orion. Eine Erfindung aus Übersee. Ich übe seit einem Monat. Ich treffe schon jedes Mal. Es kann sich bezahlt machen. Auf 30 Schritt tötet dieses Sternchen unfehlbar.
Und verstecken kann man es im Handschuh oder hinterm Hutband. Seit einem Jahr gehören die Orions zur Ausrüstung der Nilfgaarder Geheimdienste. Wenn Rios für Nilfgaard spioniert, dann wird es komisch, wenn man ihn mit einem Orion in der Schläfe findet. Was sagst du dazu? Nichts. Das ist deine Angelegenheit. Die 250 Kronen liegen in deiner Schublade. Klar. Ich deute deine Worte so, dass du mir freie Hand gibst. Lass uns ein Weilchen schweigen, Geralt. Widmen wir dem raschen Tod des Herrn Rions eine Gedenkminute. Warum grinst du zum Teufel? Hast du keinen Respekt vor der Majestät des Todes? Doch. Zu großen, als dass ich ruhig zuhören könnte, wenn Idioten darüber Witze reißen. Hast du schon mal an den eigenen Tod gedacht, Kodringer? Der Advokat schaute lange auf das Taschentuch, das er sich beim Husten vor den Mund gehalten hatte. Dann hob er den Blick. Gewiss. Habe ich. Und zwar intensiv. Aber meine Gedanken gehen dich nichts an, Hexer. Reitest du nach Ankor? Ja. Ralf Blunden, genannt der Professor. Haimo Kantor, der kurze Jaxa. Sagen dir diese Namen etwas? Nein. Alle drei sind nicht schlecht mit dem Schwert. Besser als die Micheles. Ich würde also eine möglichst sichere, weitreichende Waffe vorschlagen. Zum Beispiel diese Nilfgaarder Sternchen. Wenn du willst, verkaufe ich dir ein paar. Ich habe genug davon. Kaufe ich nicht. Die sind unpraktisch. Sie machen Lärm im Flug. Das Pfeifen wirkt psychologisch. Es kann das Opfer vor Angst lähmen. Mag sein. Oder es warnen. Ich könnte mich davor wegducken. Wenn du sehen würdest, wie man nach dir wirft. Sicherlich. Ich weiß, dass du einem Pfeil oder Bolzen ausweichen kannst. Aber von hinten... Von hinten auch. Das lügst du. Wetten wir. Ich drehe mich mit dem Gesicht zum Konterfei deines idiotischen Papas. Und du wirfst mit diesem Orion nach mir. Wenn du triffst, hast du gewonnen. Wenn du nicht triffst, verloren. Wenn du verlierst, wirst du die Elfenmanuskripte entziffern. Wirst Informationen über das Kind des älteren Blutes beschaffen. Schleunigst. Und auf Kredit. Und wenn ich gewinne? Beschaffst du diese Information ebenfalls und lässt sie Yennefer zukommen. Sie wird bezahlen. Du büßt nichts ein. Kodringer zog die Schublade auf und holte einen zweiten Orion heraus. Du rechnest damit, dass ich die Wette nicht annehme. Nein. Ich bin mir sicher, dass du sie annimmst. Du bist ein Waagehals. Hast du vergessen? Ich pflege keine Skrupel zu haben. Ich habe es nicht vergessen. Immerhin kommt die Zeit der Verachtung. Und du gehst mit der Zeit und dem Fortschritt. Ich aber habe mir den Vorwurf anachronistischer Naivität zu Herzen genommen und gehe das Wagnis diesmal nicht ohne Hoffnung auf Gewinn ein. Also was ist? Die Wette gilt? Kodringer nahm den Stahlstern bei einer der Zacken und stand auf. Sie gilt. Die Neugier hat bei mir schon immer über die Vernunft überwogen. Ganz zu schweigen von unbegründeter Barmherzigkeit. Dreh dich um. Der Hexer wandte sich um. Er blickte auf das durchlöcherte Gesicht auf dem Porträt und auf den darin steckenden Orion. Dann schloss er die Augen.
Der Stern heulte auf und traf 4 Zoll neben dem Bilderrahmen dumpf auf die Wand. Gott verdamm ich! Du hast nicht einmal gezuckt, du Hundesohn! Geralt wandte sich um und lächelte. Ungewöhnlich widerwärtig. Wozu sollte ich zucken? Ich habe gehört, dass du so wirfst, dass du nicht triffst. In dem Gasthof war es leer. Auf einer Bank in der Ecke saß eine junge Frau mit blauen Ringen um die Augen. Schamhaft zur Seite abgewandt, stillte sie ein Kind. Ein breitschultriger Kerl, vielleicht ihr Mann, döste daneben, den Rücken an die Wand gelehnt. Im Schatten hinter dem Ofen saß noch jemand, den Ablegat im Halbdunkel der Stube nicht deutlich erkennen konnte. Der Wirt hob den Kopf, bemerkte Ablegat, sah seine Kleidung und die Blechscheibe mit dem Wappen von Addern auf der Brust. Und seine Miene verfinsterte sich augenblicklich. Ablegat war derlei Begrüßungen gewöhnt. Er war königlicher Bote. Ihm stand ein uneingeschränktes Angarienrecht zu. Die königlichen Erlasse waren unmissverständlich. Ein Bote hatte das Recht, in jeder Stadt, jedem Dorf, jedem Gasthof und jeder Herberge ein frisches Pferd zu verlangen. Und wehe dem, der es ihm verweigerte. Natürlich ließ der Bote sein eigenes Reittier zurück und gab für das neue eine Quittung. Der Eigentümer konnte sich an den Amtmann wenden und eine Entschädigung verlangen. Doch das ging mal so aus. Daher wurde ein Bote stets mit Missmut und Befürchtungen beäugt. Wird er ein Pferd fordern oder nicht? Wird er unseren Goldhans mitnehmen und ihn zu Schanden reiten? Unsere Bella, die wir vom Fohlen auf großgefüttert haben? Unseren gehätschelten Braunen? Ablegat hatte schon des Öfteren verheulte Kinder gesehen, die sich an den Liebling und Spielgefährten klammerten, wenn er aus dem Stall geführt wurde. Mehr als einmal hatte er in die Gesichter von Erwachsenen geblickt, die bleich waren vom Gefühl des Unrechts und der Hilflosigkeit. »Ein frisches Pferd brauche ich nicht. Ich werde nur etwas essen, weil ich unterwegs hungrig geworden bin. Was ist im Topf?« Er hatte den Eindruck, dass der Wirt erleichtert aufatmete. »Es ist noch etwas Suppe da. Gleich bringe ich sie. Setzt euch. Bleibt ihr über Nacht? Es dämmert schon.« Ablegat überlegte. Vor 2 Tagen hatte er Hansom getroffen, einen ihm bekannten Boten, und befehlsmäßig mit ihm die Botschaften ausgetauscht. Hansom hatte die Briefe und die Nachricht für König Demavent übernommen, war durch Temerien und Markham nach Wengerberg galoppiert. Ablegat indes war mit der Post für König Wisimir von Redanien in Richtung Ochsenfurt und Dreiberg geritten. Er hatte noch über 300 Meilen vor sich. Ich werde essen und weiterreiten. Es ist Vollmond und die Straße ist eben. Wie ihr wollt. Die Suppe, die man ihm reichte, war dünn und geschmacklos. Doch der Bote achtete nicht auf derlei Kleinigkeiten. Geschmack schätzte er daheim, wenn seine Frau kochte. Unterwegs aß er, was kam. Jetzt löffelte er langsam, hielt den Löffel ungeschickt in den von den Zügeln steif gewordenen Fingern. Der Kater, der auf der Ofennische döste, hob plötzlich den Kopf, fauchte. »Ein königlicher Bote?«
Ablegat zuckte zusammen. Die Frage hatte der Mann im Schatten gestellt, der jetzt hervorkam und neben dem Boten stehen blieb. Er hatte Haare weiß wie Milch, trug ein mit silbernen Nieten beschlagenes schwarzes Wams und hohe Stiefel. Über der rechten Schulter glänzten die Knäufe zweier Schwerter, die er auf dem Rücken trug. Wohin führt euch der Weg? Wohin des Königs Wille befiehlt? Auf solche Fragen gab Ablegat niemals eine andere Antwort. Der Weißhaarige musterte den Boten mit forschendem Blick. Er hatte ein unnatürlich blasses Gesicht und sonderbare dunkle Augen. Auf der linken Wange hatte er eine schlecht verheilte Narbe. Des Königs Wille verlangt doch sicherlich, dass du dich beeilst. Sicherlich willst du möglichst bald aufbrechen. Was geht euch das an? Wer seid ihr, dass ihr mich zur Eile drängt? Ich bin niemand. Und ich dränge dich nicht zur Eile. Aber an deiner Stelle würde ich so schnell wie möglich hier fortreiten. Ich möchte nicht, dass dir etwas Böses widerfährt. Auf solch eine Behauptung hatte Ablegat ebenfalls eine erprobte Antwort parat. Kurz und bündig, friedfertig und ruhig. Die aber unmissverständlich daran erinnerte, wem ein königlicher Bote diente und was dem drohte, der es wagen würde, einen solchen Boten anzutasten. Doch in der Stimme des Weißhaarigen lag etwas, was Ablegat davon abhielt, die übliche Antwort zu geben. »Ich muss das Pferd ausruhen lassen, mein Herr. Eine Stunde, vielleicht zwei.« »Verstehe.« Der Weißhaarige nickte, worauf er den Kopf hob, auf von draußen hereindringende Geräusche zu lauschen schien. Ablegat spitzte ebenfalls die Ohren, hörte aber nur die Grillen. Der Weißhaarige rückte den Schwertriemen zurecht, der ihm quer über die Brust lief. »Also erhol dich, aber geh nicht nach draußen. Egal was passiert, geh nicht hinaus.« Ablegat verkniff sich die Fragen. Er fühlte instinktiv, dass es so besser war. Er beugte sich über die Schüssel und widmete sich wieder dem Aufwischen der wenigen Speckrieben, die in der Suppe schwammen. Als er den Kopf hob, war der Weißhaarige schon nicht mehr in der Stube. Wenig später wieherte draußen ein Pferd. Erklang Hufgetrappel. In den Gasthof kamen drei Männer. Bei ihrem Anblick fing der Wirt an, die Humpen schneller auszuwischen. Die Frau mit dem Säugling rückte näher an den dösenden Ehemann heran, weckte ihn mit einem Rippenstoß. Ablegat zog den Hocker, auf dem sein Gürtel und der Dolch lagen, ein kleines Stück zu sich heran. Die Männer traten an den Schanktisch, musterten und taxierten mit raschen Blicken die Gäste. »Willkommen, die Herren. Womit kann ich dienen?« »Mit Schnaps«, sagte einer, untersetzt und kräftig, mit langen Armen wie ein Affe, bewaffnet mit zwei serikanischen Säbeln, die ihm über Kreuz auf dem Rücken hingen. »Trinkst du einen Schluck, Professor?« »Positiv gern«, gab der zweite Mann zur Antwort und rückte auf seiner Hakennase die Brille aus geschliffenen, bläulich gefärbten Kristallen
mit goldenem Rahmen zurecht. Wenn nur der Trunk mit keinerlei Ingredienzen falsifiziert ist. Der Wirt goss ein. Ablegat bemerkte, dass seine Hände leicht zitterten. Die Männer lehnten sich mit den Rücken an die Theke, tranken ohne Eile aus den tönernen Schälchen. »Werter Herr Wirt, ich supponiere, dass hier vor kurzem zwei Damen durchgekommen sind, die intensiv Richtung Gorswelen strebten?« »Hier kommen alle möglichen Leute durch.« »Die inkriminierten Damen hättet ihr unmöglich übersehen können.« Eine von ihnen ist schwarzhaarig und von extraordinärer Schönheit. Sie reitet einen Rappen. Die andere, jüngere, hellhaarig und grünäugig, voyagiert auf einer Apfelschimmelstute. Waren sie hier? Nein, waren sie nicht. Ablegat, der dem Schankwirt zuvorkam, spürte plötzlich Kälte im Rücken. Ein Bote? Ja. Woher und wohin? Woher und wohin des Königs Wille befiehlt. Den Weibern, nach denen ich interrogiert habe, bist du akzidentiell unterwegs nicht begegnet? Nein. Du verneinst ein bisschen schnell, knurrte der dritte Mann, hochgewachsen und dünn wie eine Bohnenstange. Er hatte schwarze, glänzende Haare, als seien sie eingefettet. »Ich habe aber nicht den Eindruck, dass du dein Gedächtnis besonders angestrengt hast.« »Lass sein, Heimo. Das ist ein Bote. Mach keine Subjektionen.« »Welchen Namen hat diese Ansiedlung, Wirt?« »Ankor.« »Welche Distanz nach Gorswelen?« »Hä?« »Wie viel Meilen?« »Die Meilen habe ich nicht abgemessen, aber man braucht 3 Tage.« »Zu Pferde?« »Mit dem Wagen.« »Hey!« Der Untersetzte richtete sich auf und schaute durch die weit offene Tür auf den Hof. »Wirf mal einen Blick raus, Professor. Was ist das für einer? Doch nicht etwa...« Der mit der Brille schaute ebenfalls nach draußen, und sein Gesicht verkrampfte sich plötzlich. »Ja, das ist er. Positiv. Wir haben vielleicht ein Glück.« »Warten wir, bis er reinkommt?« »Er kommt nicht herein. Er hat unsere Pferde gesehen.« »Er weiß, dass wir...« »Sei still, Jaxa. Er sagt was.« »Ihr habt die Wahl. Einer von euch kommt heraus und sagt mir, wer euch angeheuert hat. Dann werdet ihr hier ohne Schwierigkeiten fortreiten. Oder ihr kommt alle 3 heraus. Ich warte.« »Der Hundesohn, er weiß es. Was machen wir?« »Das, wofür wir bezahlt werden.« Der mit der Brille stellte mit einer langsamen Bewegung das Schälchen auf den Schanktisch. Er spuckte in die Hände, bewegte die Finger und zog das Schwert. Daraufhin zogen auch die beiden anderen blank. Der Wirt öffnete den Mund zu einem Schrei, schloss ihn aber eilends unter dem kalten Blick durch die bläuliche Brille. »Alle sitzen bleiben. Und keinen Mucks. Heimo, wenn es losgeht, versuch hinter ihn zu kommen. Na dann, Jungs, Hals- und Beinbruch. Gehen wir raus.« Oh!
Der Wirt wurde weiß im Gesicht. Die Frau mit den Ringen um die Augen presste den Säugling mit beiden Armen an ihre Brust. Der Kater in der Ofennische sprang auf die Füße, machte einen Buckel. Sein Schwanz peitschte hin und her. Applegat rückte rasch mit dem Stuhl in die Ecke. Den Dolch hielt er auf den Knien, hatte ihn aber nicht aus der Scheide gezogen. Ach du, du! Die Frau mit dem Säugling drückte sich an ihren Mann. Der Wirt presste den Rücken gegen die Wand. Applegat zog den Dolch, hielt die Waffe aber noch unterm Tisch verborgen. Wieder Poltern auf den Brettern. Die schweren, raschen Schritte eines Laufenden. Der rennende Mann kam geradewegs auf die Gaststube zu. Es war klar, dass er gleich in der Tür stehen würde. Doch ehe er in der Tür stand, sauste eine Klinge. Der Mann stürzte herein. Es sah so aus, als werde er auf die Schwelle fallen. Doch er fiel nicht. Er wankte, machte langsam ein paar Schritte und brach erst dann in der Gaststube zusammen, dass der in den Dielenritzen angesammelte Staub aufwirbelte. Er fiel aufs Gesicht, kraftlos, zog die Arme an und krümmte die Beine in den Knien. Die Kristallbrille zersprang in kleine, bläuliche Splitter. Unter dem bereits reglosen Körper begann sich eine dunkle, glänzende Pfütze auszubreiten. Niemand regte sich. Niemand schrie. In die Stube trat der Weißhaarige. Das Schwert, das er in der Hand hielt, steckte er geschickt in die Scheide auf seinem Rücken, direkt neben das andere. Er trat an den Schanktisch, ohne den am Boden liegenden Leichnam eines Blickes zu würdigen. Der Wirt kroch in sich zusammen. Die schlechten Menschen sind tot. Wenn der Büttel kommt, kann sich erweisen, dass ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt ist. Er soll damit machen, was er für angebracht hält. Richte ihm das aus, Wirt. Es könnte auch sein, dass sich die Kumpane oder Freunde dieser schlechten Menschen nach ihrem Los erkundigen. Denen sollst du sagen, dass sie der Wolf gebissen hat. Der weiße Wolf. Und sag ihnen auch, dass sie oft zurückblicken sollen. Eines Tages werden sie hinter sich schauen und den Wolf erblicken. Als Applegat 3 Tage später die Tore von Dreiberg erreichte, war es schon weit nach Mitternacht. Er war wütend, denn er steckte vor dem Stadtgraben fest und brüllte sich die Seele aus dem Leib. Die Wächter schliefen wie die Ratzen und trödelten mit dem Öffnen des Tores. Er verschaffte sich Erleichterung und verfluchte sie gründlich. Nach Strich und Faden und bis ins dritte Glied. Später hörte er genüsslich zu, wie der geweckte Wachführer die Vorwürfe, die Applegat an die Mütter, Großmütter und Urgroßmütter der Knechte gerichtet hatte, um völlig neue Einzelheiten ergänzte. Nachts zu König Wisimir vorgelassen zu werden, kam natürlich gar nicht in Frage. Das war ihm übrigens durchaus recht.
Er ging davon aus, sich bis zum Tagesanbruch, bis zum Morgenläuten ausschlafen zu können. Da hatte er sich geirrt. Statt ihm einen Platz zum Ausruhen zuzuweisen, brachte man ihn unverzüglich ins Wachlokal. In der Stube erwartete ihn nicht der Burgvogt, sondern jener andere, der Großmächtige und Dicke. Ablegat kannte ihn. Es war Dijkstra, der Vertraute des Königs. Dijkstra war, wie Ablegat wusste, bevollmächtigt, Botschaften zu hören, die ausschließlich für die Ohren des Königs bestimmt waren. Ablegat überreichte ihm die Briefe. Du hast eine mündliche Botschaft? Ja, Herr. Sprich. Dem Avent an Visimir. Erstens, die Kostümtruppe ist für die zweite Julinacht nach Neumond bereit. Achte darauf, dass Volltest nicht wortbrüchig wird. Zweitens, die Zusammenkunft der Schlauköpfe auf Tanet werde ich nicht in eigener Person beehren. Und dir rate ich dasselbe. Drittens, das Löwenjunge lebt nicht. Hier hast du Briefe für König Demavent und eine mündliche Botschaft. Spitz die Ohren und schärf dein Gedächtnis. Du wirst das deinem König Wort für Wort wiederholen. Nur ihm, keinem anderen. Keinem. Verstehst du? Ich verstehe, Herr. Die Botschaft lautet: Visimir an Demavent. Die Kostümtruppe unbedingt zurückhalten. Jemand hat Verrat begangen. Die Flamme hat in Dol Angra eine Armee zusammengezogen und wartet nur auf einen Vorwand. Wiederhole. Visimir an Demavent. Die Kostümtruppe unbedingt zurückhalten. Jemand hat Verrat begangen. Die Flamme hat in Dol Angra eine Armee zusammengezogen und wartet nur auf einen Vorwand. Gut. Du wirst aufbrechen, sobald die Sonne aufgeht. Seit 5 Tagen bin ich unterwegs, gnädiger Herr. Wenn ich mich wenigstens bis Vormittag ausschlafen könnte. Erlaubt ihr es? Kommt ein König, Demavent, jetzt nachts zum Schlafen? Schlafe ich? Schon für die Frage verdienst du eins aufs Maul, Kerl. Man wird dir zu essen geben. Dann kannst du die Knochen ein wenig auf dem Stroh ausstrecken. Aber vor Sonnenaufgang reitest du los. Ich habe angeordnet, dass man dir einen Rasserhengst gibt. Du wirst sehen, der läuft wie ein Wirbelwind. Und schau nicht so sauer drein. Da hast du noch ein Beutelchen mit deiner Extraprämie, damit du nicht erzählst, wie sie mir sei ein Geizhals. Danke, Herr. Wenn du in den Wäldern am Ponta bist, gib Acht. Dort sind Eichhörnchen gesehen worden. Und an gewöhnlichen Räubern mangelt es in der Gegend auch nicht. Oh, ich weiß, Herr. Was ich da vor 3 Tagen gesehen habe. Was hast du gesehen? Ablegat berichtete kurz von den Ereignissen in Angkor. Dijkstra hörte zu, die mächtigen Unterarme vor der Brust gekreuzt. Der Professor, Haimo Kantor und der kurze Jaxa. Von einem Hexer kalt gemacht. In Angkor. Auf der Straße nach Goswelen, beziehungsweise nach Tanet, zum Gastang. Und das Löwenjunge lebt nicht? Was sagt ihr, Herr? Unwichtig, zumindest für dich. Ruh dich aus,
und im Morgengrauen auf den Weg. Ablegat aß, was man ihm brachte, legte sich ein wenig hin, konnte aber trotz Müdigkeit kein Auge zumachen. Vor Sonnenaufgang war er schon durchs Tor. Der Hengst war tatsächlich feurig, doch eigensinnig. Solche Pferde mochte Ablegat nicht. Auf dem Rücken, zwischen dem linken Schulterblatt und dem Rückgrat, juckte es unerträglich. Womöglich hatte ihn ein Floh gebissen, als er im Stall gelegen hatte. Und er konnte sich partout nicht kratzen. Der Hengst begann zu tänzeln, zu wiehern. Der Bote gab ihm die Sporen und ging in Galopp über. Die Zeit drängte. Kayebre beugte sich hinter dem Ast hervor, von dem aus er die Straße beobachtete. Garian, endone en eval estraede. Turuviel sprang vom Erdboden auf, griff nach dem Schwert und gürtete es sich um, stieß mit der Stiefelspitze Jaeven gegen die Hüfte, der neben ihr döste, an die Wand der Stubengrube gelehnt. Der Elf sprang auf, zischte, verbrannt von dem heißen Sand, auf den er die Hand gestützt hatte. Kesuex? Ein Reiter auf der Straße. Jaeven nahm Bogen und Köcher auf. Einer? Kayebre, nur einer? Einer, er kommt näher. Dann erledigen wir ihn. Ein Deune weniger. Gib Ruhe. Was haben wir davon? Wir sollten auf Kundschaft gehen und uns dann wieder dem Kommando anschließen. Sollen wir Zivilisten auf der Straße ermorden? Sieht so der Freiheitskampf aus? Genau so. Rück beiseite. Wenn auf der Straße ein Toter liegen bleibt, schlägt jede vorüberreitende Patrouille Alarm. Die Armee fängt an, Jagd auf uns zu machen. Sie werden die Furten bewachen. Wir könnten Schwierigkeiten haben, den Fluss zu überqueren. Auf diesem Weg reitet kaum jemand. Ehe sie den Leichnam finden, sind wir weit weg. Dieser Reiter ist auch schon weit weg. Statt zu reden, hättest du schießen müssen. Jetzt erreichst du ihn nicht mehr. Es sind gut 200 Schritt. Mit meinem 60-Pfünder? Mit einer 30-zölligen Flöte? Außerdem sind es keine 200 Schritt. Es sind 150, höchstens. Mire, Kespar en le. Ja, Elvin, lass sein. Tes eb, Toruviel. Der Elf drehte die Mütze so, dass ihn der daran befestigte Eichhörnchenschwanz nicht störte. Spannte rasch den Bogen. Kräftig. Bis zum Ohr. Zielte genau. Und ließ die Sehne los. Ablegat hörte den Pfeil nicht. Es war ein stiller Pfeil. Eigens mit langen, schmalen, grauen Federn versehen. Der Schaft mit Furchen, um die Steifheit zu erhöhen und das Gewicht zu vermindern. Die dreischneidige, rasiermesserscharfe Spitze traf den Boten voller Wucht mitten in den Rücken, zwischen dem linken Schulterblatt und dem Rückgrat. Die Schneiden waren schräg angeordnet. Beim Eindringen in den Körper drehte sich die Pfeilspitze wie eine Schraube, zerfetzte das Gewebe,
zerschnitt Blutgefäße und zermalmte Knochen. Ablegert fiel vornüber auf den Hals des Pferdes und rutschte zu Boden, kraftlos wie ein Wollsack. Der Sand der Straße war heiß, von der Sonne derart erhitzt, dass er schon dampfte. Doch der Bote spürte das nicht mehr. Er war sofort tot.